Gut. Dann herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Schneerenner. Hallo. Das letzte Mal ist irgendwie Schulzi auf einem Stück Holz hängen geblieben und mir ist der Sprit ausgegangen. Und vielleicht haben wir auch gerade noch so eine Wette am Laufen. Mal gucken, wann die eingelöst wird. Ich tippe mal so eine. Vielleicht nicht unbedingt in dieser Session, aber vielleicht in der nächsten, also auf, von YouTube gesprochen. Ja. Punk. Was? Ja, wo geht's denn eigentlich hin? Was machen wir denn eigentlich? Ich weiß nicht, hier steht Wiederbelebung des Sägewerks. Hier zum kaputten Sägewerk Island Lake. Spielplanauflage. Island. Oh Gott, warte mal, ich muss jetzt. Oh, das wird natürlich heute spielerisch hier. Wo ist ein Island Lake? Woanders. Dann müssen wir da erst nach Drummond? Nee. Mal Island Lake. Da ist dort. Das ist das kaputte Sägewerk. Ach, unten. Unten. Und, okay. Aber wo der Skiplanauflieger ist. Ach so. Und Betonblöcke und Stahlträger müssen da noch hin. Im Sägewerk. Wo ist dann der Skiplanauflieger? Ist der zufällig irgendwo in Island Lake? Skiplanauflieger. Ach, hier. Ah. Gefunden. Beim Michigan-Rennen. Wir müssen hier einmal hier querfeld durch. Okay. Dann müsste noch einer Betonblöcke mitnehmen und Stahlträger. Also, pass auf, Beton. Was? Beton? Was? Beton? Blöcke. Scheiße. Gibt's die im. Die gibt's nur im Black River. Richtig sehe. Nee. Sagt da nichts dazu. Das hier in Smithville auswähle. Betonblöcke ist hier oben das Lagerhaus. Gibt's im Lager hier, ja. Genau. Dann würde ich hier oben die Betonblöcke mitnehmen und du holst den Skiplanauflieger und dann treffen wir uns unten am Ausgang Richtung Island Lake. Ja, gut. So wird's. Hier hoch und die Serpentin runter und irgendwie da so durch. Oh. Gut, wir sehen uns auf der anderen Seite. Und ja, gutes Gelingen. Oh. Schauen wir mal. Wie viel Handicap willst du haben? Was für ein Handicap? Achso. Stimmt. Schutz spielt heute mal ohne Gamepad. Und ohne Kamera. Das wird vermutlich auch so ziemlich der letzte Stream aus der Wohnung hier sein. Weil Schulzi zieht ja um. Hat sich die Mammutaufgabe, also würde es sich noch geben müssen, zwei Wohnungen auszuräumen komplett und La, ich hörte, ah, verdammt mich. Okay, ich hab, oh Gott. Hab ich schon gewonnen? Also, nee, aber schadenstechnisch bin ich vielleicht vorne. Ich hab noch nicht einmal Schaden gekriegt. Ja, dann bin ich vorne. Juhu. Denk dran, am Ende der Runden von heute, also von der Session, nicht Alt F4. Ja, ist doch gut. Vergesse ich eh wieder. Weiß ich. Denk dran, am Ende der Runden.
Der Weg war, glaube ich, etwas beschissener. Das ist eine viel Schräglage, hätte ich gesagt. Wobei, geht. Oh, der kommt ja einfach nicht aus der Hefe, ne? Ohne Motor und Offroad-Getriebe. Puh. Ja, das ist halt schön chillig, ne? War gar nicht gewohnt. Kacke, was ist denn hier Winter eigentlich? Ja, wo? Leertaste? Nee, Leertaste ist Handbremse. Geil, achso. Okay, ich hab Schaden gekriegt. Weil ich über eine Brücke gefahren bin. Super. Was 148. Ich muss mal kurz in deinen Schatten. Aber du kannst doch links das Menü aufrufen. Da hast du da auch Winde als Option. Ja, aber das ist F. F. Ja, aber wenn es mal schnell gehen muss. Wenn es mal schnell gehen muss, kann ich hier nicht erst noch ein... Nee, V ist es nicht. F für Winde, R für Lösen. R lösen. Nimmst du jetzt das Leben oder was? Kugelst jetzt da den Berg einfach runter. Ah. Ja. 151 Schaden. Ich nö, nö, nö. Dann bist du wieder vorne. Ja, ich bin nur über die Brücke gefahren und bin irgendwie mit dem Reifen irgendwo schief hängen geblieben und zack, 148 Schaden gekriegt. Ich hatte den Berg runter halt dann direkt einmal 11. Ich nicht. 11, 7. Komischerweise. Bei dem Berg. Bin in den anderen gefahren. Boah, Alter, ein auf dem Motor, weil es ein bisschen hoch runter gegangen ist. Ja. Also es liegt nicht nur am Getriebe. Es liegt an dir. Ja. Kann ich auch da hier einfach rüber? Ja, ne? Geht doch mal weg, du Schieplanauflieger. Lass mich in Ruhe. Aber Zaun weghuben geht immer noch. Das ist ein Feature. Das ist kein Bug, das ist ein Feature. Ja, ja. Das musst du. So, Wasserhindernis. Ins Wasser fallen zählt aber nicht zum Umfallen, ne? Ja, Umfallen ist Umfallen, wenn du auf der Seite liegst. Nee. Ja gut, aber wenn ich im Wasser mich rummurmeln lasse, da kann ich ja nichts dafür, weil das ist ja hier andere Einflüsse. Umfallen ist Umfallen. Dann fahr nicht ins tiefe Wasser. Ja, tiefe Wasser und so. Wo war die Steine hier? Die waren nicht hier. Oh Gott, ich wäre knapp ins tiefe Wasser gefahren. Aber Schulz hier meinte, ich soll es meiden. Gut, machen wir ja mal anders lang. Alles nur zu deiner eigenen Sicherheit. Ah,
Ich glaube, die Sicherheit, die kann mich mal. Toll! Gut, Schadenskönig, das kriege ich nicht los. Ich bin schon geregelt. Im zweiten Gang gefahren, habe einfach Schaden gekriegt. Also ich habe wirklich nur auf dem Berg bisher. Na gut, ich fahre hier auch alles über Feldwege, aber... Bin ich erstmal beim Stumpfiland. Und diesem Mörderbriefkasten, der mich ja auch schon umgeworfen hat. Also sollst keine Post austragen jetzt. Ja, ich habe erstmal die Briefkästen weggehupt. Fehlt halt einfach die Leistung, ne? Sobald er einen zweiten Gang schaltet, wird er langsamer und muss zurück in den ersten. Aber der hohe Gang funktioniert. Nee. Da fehlt die Leistung. Lastgang in normal umgeschalten, zack, stehen geblieben. So, ich bin in der Nähe vom Lagerhaus. Bist du schon beim Schiebplanen? Ja, gerade eben. Ah. Also ich komme gerade an. Gut. Klar. Ich war über Asphalt, krieg 3 Schaden. Federung. Unfair. Einfach nur unfair. So, Betonblöcke haben sie gesagt. Betonblöcke waren das, ne? Betonblöcke und Stahlträger, ja. Okay, aber nochmal. Beton? Ja, Betonblöcke. Blöcke. Zwei Stück! Ja. Ach ja, doch, geht. Okay. Ich. Stahlträger müssen wir theoretisch drüben kriegen, ne? Das soll ich sagen, wir werden mal sehen. Hab doch gebremst, verdammt. Ah. Okay. Das war's. Passt für die Federung. Ist der schon wieder? Ja gut, wenn es irgendwann kaputt ist, da kann ich auch keinen Schaden mehr kriegen, ne? Da ist ja, ja nichts mehr, was ja kaputt gehen kann. Ja, nee, klar. So, ich brauch Tankanhänger, weil ich muss es mal tanken.
Der Schiebeplan auf Liga schiebt aber ganz schön. Das ist fast wie ein Zug ohne Bremsen. Na gut. Ich habe überlegt, ob ich noch einen Anhänger mitnehme, aber nö. Soll ich mal nach Island Lake rüber und gucken, ob es da Stahlträger gibt? Du kannst auf der Karte gucken. So. Ansonsten, ich bin jetzt unterwegs. Hier muss ich abbiegen. Ja, hier oben keine Abkürzung. Ich fahre hier ganz entspannt die Hauptstraße entlang. Vorwärtsstraße. Dingens. Gucken da. Also was man hier Straße halt nennen kann. Sind die Federungen nicht bald mal komplett weg? Also ich sehe keine Möglichkeit. Weil es gibt dort überall nur Holzstationen. Ja, könnte man notfalls nur hoffen, dass da irgendwo noch ein Anhänger rumsteht, der Stahlträger geladen hat. Sieht auch nicht so aus, tatsächlich. Würde mir ja angezeigt werden. Na, das ist erst der zweite Teil von der Aufgabe. Weil der erste Teil ist mal Schiebplane hinbringen. Und dann Betonblöcke und Stahlträger. Kannst aber da schon gucken. Ja, das wirst du nicht sehen. Wegen den Stahlträgern. Betonblöcke hat er mir auch nur hier oben angezeigt. Aber Stahlträger habe ich jetzt auf die Schnelle auch nicht gefunden gehabt. Der Stahlträger gab es auch da, wo du jetzt gerade warst. Nein. Holzblöcke, Betonblöcke und noch irgendwas anderes. Also ich habe es übersehen. Stahlträger. Wo? In der Lagerzone, wo du gerade warst. Was? Ja. Dann hab ich's übersehen. Stahlträger, Betonblöcke, Holzplanken. Ah, jetzt bin ich doch schon hier runtergefahren. Naja, notfalls weiß ich ja, wo ich hinfahren kann. Ist. Oder macht das Sinn, wenn ich jetzt, wie auf, achso, wir wissen nicht, wie viel wir da brauchen, ne? Einen. Eine Stahlträger. Ja, müsste ich den Anhänger hier stehen lassen? Achso, dann würde ich den quasi rüberfahren. Du könntest ihn übernehmen, theoretisch, ja. Fahrst du quasi hier die Serpentin hoch? Ja. Na gut, ich war zu sehr auf die Blöcke fokussiert. Dann habe ich wahrscheinlich die Schalträger einfach ignoriert. So, und hier runter, abwärts, nicht runter kugeln, auch wenn es extrem... Alter, ist das steil. Oh, geht. Blöcke machen auch gar keine Geräusche. So gar nicht, die machen nicht dieses Rum, Bum, Bum. Nö, nee, die machen nicht Klucker, 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 Klucker. Nö, nö. Sonst machen die das immer.
so mal kurze Wegmarkierung gemalt. Ist aber. Was hab ich denn jetzt gemacht? Wie viel Schandzone? 30 Schaden. Nochmal 30 Schaden. 12 Schaden, Alter. Hier ist doch nur Sumpfgebiet eigentlich. Ja, ich bin vielleicht mit Vollgas in die Kurve rein. Oh, ich erinnere mich an diese Stelle. Das war eine Kran-Action des Todes. Also hier gibt's fette Löcher. Oder einfach Vollgas hier runter. Oh, geht. Wir springen, gar kein Problem. Aber ins Wasser. Jemand eine Straße gesehen? Drüben fährt einer durchs Wasser. Hast du ein Boot? Ja, nicht so ganz. Es scheint sehr tief zu sein. Ja, etwas geht aber. Okay. Ich fahr rechts. Naja, wir fahren immer rechts. Wow! Was machst du? Handanker ziehen ja. Oder? Ja, oder mit dem Spiegel im Baum hängen bleiben. Winde geworfen. Ja, ich wollte ein bisschen für Action sorgen hier. Verstehe. Und der Controller ist. Oh, Alter, wow. Das ist ein bisschen doof. Boah. Also Leistung hat er anscheinend, weil ich ja mit Vollgas im hohen Gang einfach stecken geblieben bin. Oh, nice. Also ich habe mich ein bisschen angewunden. Lastgang minus. Aber du hast ja noch Betonblöcke. Funktionieren. Ich befürchte, auf dem Rückweg wird es mir ähnlich gehen. Wegen des Stahlträgers. Yep. Das ist, glaube ich, nur die eine Stelle, ne? Ja, ja. Alles andere ist eigentlich relativ okay. Einfach drüber braten. Los, buddel dich hier durch. Gripp, wo bist du? Ah, hier. So, bin hier an der Kreuzung Richtung Drummond Island. Einen Blick. Kommen. Einen. Ah, hier. Zum, da, wo der Schiebplane geparkt ist. Ja, genau. Musstest du hier Maut bezahlen? Ja. Hast du schon bezahlt für den Schiebplane? Nö. Oh. Hallo, Rückwärtsgang? Achso. Auf Rotgang. Nix Rückwärtsgang. Anhänger ankoppeln und Reise. Perfekt, dann fängt er glaube ich auch um 20 Uhr an zu zocken, habe ich gesehen. Im Streamplan. Bei mir hat es den gar nicht angezeigt. Also ich bin extra nochmal draufgegangen. Na, im Discord hat sie ihren aktuellen Hinterlegt gehabt. Ach so, da steht's ich hab drin. Ich hatte bei Twitch geguckt. Ach so. .tv/ Noobs mit Waffen. Wir sind fast regelmäßig online. Also immer öfter? Klaus Thaler, extra her. Bäh.
Ja, das stimmt. Allerdings. Das ist ekelhaft. Ekelhafte Brühe. Den Anhänger noch dran? Ja. So, also ich habe jetzt gleich die Hälfte von meinem Sprit verballert. Okay. Aber diese Spurrillen hier zu der Brücke hin, die sind auch kacke. Spurrillen? Spurrillen, ja. Nicht von der Brücke fallen, weil dann ist Todesurteil. Da komme ich nie wieder raus. Nicht vom Weg abkommen. Aber sag mir doch, dass hier eine Holzbrücke ist. Fährst du lang? Ach so, ja, da ist eine Holzbrücke. Ach, uiuiui, ich kam da. Ah, Stufe abgeschossen. Und da abstellen. 8 Betonblöcke. Uno, du. Stahlträger. Gibt's? Ja, an der Holzstation gibt's Stahlträger. Was? Jo. Hat sie das mir nicht angezeigt? Weil das jetzt wahrscheinlich erst freigeschalten ist. Oh. Noch 2 Anhänger hier. Du holst jetzt nicht die Stahlträger. Oh, da steht noch ein Kohlob. Ich glaube, der ist kaputt gewesen. Echt? Wieder? Frag für einen Freund. Ne, der ist Schrott. Gut. Absolut keine Chance. Der wohnt jetzt hier. Das war meiner, oder? War das deiner? Jo. Weil der steht nämlich maximal beschissen. Ich dachte, ich kann ihn vielleicht ein bisschen bewegen, aber... War das meiner oder war das deiner, Junge? Es kann nur deiner gewesen sein, weil es deine Lobby ist. Ich hab's gerade auch schon beantwortet, dass es deiner war. Weißt du nicht. Wir können aber unterwegs hier diesen LKW rausziehen. Den Jeep. Der Jäger und der Truck. Muss sagen. Jägerparkplatz. Oder mache ich das mal schnell dazwischen? Den da. Hier nur ein bisschen langballern. Fahr vielleicht zweimal an Stahlträgern vorbei, aber das ist ja egal. Ich darf den nicht holen. Ich bin doch nur hier lang gefahren. Warum? Ich fehl doch nicht bald kaputt. Es hat noch 2 Pixel oder so. Also Federung zu 95% kaputt. Kaputt. So, kann ich hier einfach vorbeifahren oder nehme ich hier irgendwas mit? Urlaub geht doch mal weg. Mach dich mal nicht so dick. Hallo Stahlträger. Aber ich darf eigentlich nicht mitnehmen. Haben sie gesagt. Aber komischerweise hat beim Bot die Wette ist nicht aufgetaucht. Ich darf da nicht mitmachen.
So, hier ist der Scout. Oder einfach rückwärts ranfahren, hätte ich gesagt. Zack. Doch eigentlich mit Winde schon reichen. Jo. Wenn du die Stahlträger abgegeben hast, werden wir nämlich das Lagerhaus hier freischalten. Oh. Stand zumindest in der Beschreibung. Warum? Ich bin auf jeden Fall schon wieder auf dem Rückweg. Ja. Ja, ich brauche mal die Stahlträger, die noch drüben stehen oder die wir drüben kriegen, noch für was anderes irgendwann. Ja, das sind auf jeden Fall noch genügend dabei. Hier schon abbiegen? Jo. Ey, lass meine Federung in Ruhe hier, du spinnst wohl. Du hast noch Federn? Ja. Jede Menge. Ist doch nicht mal rot. Ja, rot ist es bei mir auch noch nicht. Und noch so 2-3 Pixel sind bestimmt noch da. Je nach Auflösung vielleicht auch mehr. Also mir fehlt ungefähr ein Drittel. Ah. Ey. Oh, oh. Die Holzbrücke. Scheiße, die Holzbrücke. Kommt da einfach, ne? Schlagartig in die Ecke. Oh, jetzt, ja gut, jetzt ist Scout auch umgefallen. Er ist vielleicht ein bisschen voller Schlamm an der Seite. Raste vielleicht ein bisschen aus. Kriegt Schaden. Flippt rum. Oh ja, da kugelt sich ein bisschen. Vielleicht springt er hinten auf die Ladefläche. Ah, jetzt ist er wieder fit. Er ist ein bisschen verbeult, aber sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Obacht. Die Gewerkschaft sagt, Bierpause. Bis gleich. So, ich könnte ja mal ein paar Knöpfe drücken. Schulzi ist hier noch nicht. Auf der anderen Karte. Ah ja, hier. Da oben fährt er. Perfekt, bis gleich. Juhu. Juhu, da bin ich wieder. Ich glaube, ich brauche wirklich dieses Jahr noch ein neues Gamepad. Der Stick, der ist bald nicht mehr da. Okay. Also mein Stick geht schon noch, aber da ist halt jetzt ein Umzugskarton. Samt Gamepad. Ach, den hast du in der Hose. Das ist der Game Stick. Dann halt der. Ist, glaube ich, hier dauert, glaube ich, schon viel zu lange, ne? War das das? Boah, das nehme ich auch. Vorsicht, da ist Warnaktion, wenn du dich dran erinnerst. Oh ja, die frickerst los. Frikassi? Warte, mal ganz kurz gucken, nachher, weil das hier so blöde schräg ist, ne? Naja, hoch erstmal in Ruhe. Lenken und frickerst los. Hm? Genau das habe ich auch gemacht. Menken und Volkers durch. Botanik da. So, Schulz ist hier beschäftigt. Können wir hier noch irgendwas Schnelles machen?
Ein Land für LKWs. Berühre den Western Star 6900. Oh ja. Hatte ich auch machen, ne? Scheiße. Ich hab eine Blume umgefahren. Was, eine Blume? Ja. Ach. Ne, so kann ich nicht spielen. Wenn ich jetzt hier oben lang fahre, da kann ich ja noch mal gucken, ob es tatsächlich Stahlträger gibt. Da kann ich aber hier hinten mal lang fahren. War doch auch noch irgendwo was. Ah, hier in der Turm. Ich kann auch erstmal den Turm mitnehmen. Ich nehme den Turm mit. Oh. Das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, oder? Schaffe ich das? Nein. Ich muss aber sagen, so alt wie das Spiel ist, ne? Aber es ist immer noch ein hübsches Spiel. Ja. Das ohne Frage, ja. Weil die Details, die ja trotzdem immer noch alle da sind, ist schon nicht schlecht. Und alles, was du siehst, kannst du theoretisch befahren. Kurz überlegt, ob das nicht zweideutig ist. Benutze es. Jetzt wird es langsam zweideutig, ja. Was ist denn jetzt hier? Ah, Hilfe. Ein bisschen vom Weg abgekommen und da sofort ab ins tiefe Loch. Oha. Ja. Ach guck mal, eine mobile Tankstelle. Das ist aber nett. Die Karte ist schön. Das gibt es überall mal so ein paar Tankstellen. Hat die da nicht hingestellt? Nee, hier nicht, weil nee, ich habe ich noch aufgedeckt. Ich habe es gerade gesehen, ja. Halt stopp. An den erinnere ich mich. Wir hatten den das letzte Mal irgendwo anders hingezogen, also wo wir schon mal gespielt hatten. Ja, auf dem Weg da gibt es auch noch welche. Habe ich gesehen. Kann ich das hier freischalten? Ja. Hoffe ich. Boah, hier war es gerade kurz rot. Ich glaube, du hast die Map gewechselt. Yep. Okay. Oben irgendwas? Das sehe ich nicht. Ich fahre es mal zum Turm. Kann nur schief gehen. Ich nehme den einfachen Weg. Der nicht gerade ausschaut wie mitten durchs Gebirge durch. Oh, wie langweilig. Ich hab's schon probiert mit dem Dicken. Jetzt ist er kaputt. Ich stehe mit auf der Straße rum. Oh, ich fahr doch. Geht doch nicht von dir, ich rede vom Kohle. Achso. Der andere Dicke. So, den Turm kann ich nur rückwärts nehmen. Zack. Luki, Luki. Abgrade Standort. Enteckt. Ach, hier oben. Können wir eigentlich auch rückwärts ranfahren, ne? Da muss ich nicht drehen. So, ab sofort geht ja alles rückwärts. Höhle Achtung. Das war ein bisschen nervig, aber... Was für eine Höhle Achtung? Ich sag Le Achtung. So, Le Achtung. Okay. Tag aus, verfügbar, glaube ich. Wegemühle geöffnet. Toll, jetzt kriegen wir hier Holz. Juhu. Aber das kann man nicht trinken, ne? Schlechter Deal. Hattest du nicht vor uns irgendwo hier? Nee, den hattest du gar nicht. Was?
Kehre zurück zum Haus des Farmers. Jetzt bin ich jetzt aktiv gegangen. Was soll ich da machen? Muss man da machen. Ach, da muss ich diesen komischen Chef-Roulette holen. Ah. Soll ich den schnell holen? Ja. So, Upgrade! Dann fahre ich aber so rum. Nee, fahre ich nicht. Kacke. Ich glaube, den wollte ich jetzt letztes Mal mit einem Kullab machen, aber das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Was ist denn jetzt? Wo hänge ich denn? Achso, im Baum. War gerade noch nicht da. Cockpit, haben sie gesagt, soll ich fahren. Ja. Ich halt draußen hier. Wo ist denn hier der Weg? Er geht dahin. Jetzt, immer wenn ich irgendwie losfahre und dann auf Vollgas gehe, kriege ich Schaden und dann nicht mehr. Los. Müssen wir doch hier auf der Karte jetzt alle Türme haben, ne? Ich habe nicht geguckt, aber kann sein, ja. Hab ich die Wette gewonnen? Noch nicht. Hab ich jetzt hier rumgerissen. Mist. Da habe ich aber jetzt schnell F gezündet hier. Cheater. Wow. Also die Punkte wären fast weg gewesen. Die werden bei mir nur 0 angezeigt. Es war keine gute Idee, hier drüber zu fahren. Einmal komplett durchs Moor, bitte. Oh, jetzt ist aber hier. Ach, hier waren die Stahlträger noch. Ah.
Rutschenanhänger entdeckt. Achso, kein Land für alte Trucks wollte ich auch, genau. Ich würde hier oben gerne lang fahren. Da kann ich die restliche Karte aufdecken. Und rein da in dem Rast. Mit Fallstoff. Unangespitzt, einfach Rinder. Oh, ein Service-Anhänger. Kannst du reparieren, oder? Lohnt sich das überhaupt? Weiß nicht, ob der so viel Material an Bord hat. Der muss jetzt wieder anhängen, sonst geht das nicht. Das haben sie aber geändert. Nee. Früher war das nicht. Okay. Ja, wohl doch. Bei den Grünen, ja. Der. Weil früher konntest du einfach gelbe. Die Quelle halt direkt wählen, ja. Ja, aber ich glaube, das ging schon immer nur bei dem Gelben. Also hier okay. Bei diesem ADAC-Truck, sage ich jetzt mal. Das, was der Kohlab hinten drauf hat. Ja, genau. So, ist denn sonst noch irgendwas? Sonst baller ich da oben einfach. Ich baller einfach mal. Gucken, wo ich rauskomme. Auf jeden Fall nicht da durch die Mitte durch, weil da geht's bergauf und bergab und links, rechts, Unfallgefahr. Nö. Nö. Doch. Ja, der Baum hat gerade geschwitzt. Fällt er mich nicht? Bei jedem Rad, wo es unten über der Wurzel so ein bisschen mehr drüber gefahren ist, hat er geweilt. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier automatisch passiert. Wo könnte was welch hier. Ah, jetzt. Rostiges Erd. Ach du meine Güte. Das ist ja mal ein Klopper. Ja, da drin. Im Text. Okay. A little help for my friends. Was ist das für Quatsch? Was macht er die? Was, Freunde? Hier kann ich durchballern. Was denn? A little help for my friends, das ist irgendwelche Punkte abfahren. Mit fahren hier irgendwelche Events mit ja, ja. Bronze, Silber, Gold. Ja.
Ich könnte aber gefallener Mast machen. Da brauchen wir Stahlträger. Ja, Hammer. Stromleitungen wurden aktiviert. Oh, jetzt ist alles unter Strom, oder was? Yes. Na, herzlichen Glühstrumpf. Da muss ich hoch zur Holzstation, richtig? Da ist Stahlträger. Da ist ein, ein Auflieger dafür. Oder du fährst rüber beim Kohler. Da ist auch nochmal einer. Brauchst du aber Sattelkupplung. Ach so, na. Ich habe leider die hohe mitgenommen, nicht die niedrige. Kann ich die, glaube ich, gar nicht auf mitnehmen. Ich kann auch nichts mitnehmen. Das sind ja alles Auflieger, beides Auflieger. Aber hast du einen Kran dabei? Lagerzone, Stahlträger gibt es doch an der Holzstation. Kann ich doch nehmen. Doch. Weil da ist auch ein Pritschenauflieger. Deswegen. Ich habe doch eine Pritsche drauf. Da ist auch ein Pritschenauflieger, wo Stahlträger drin sind. Nicht, dass das nur gemeint ist. Den sehe ich hier nicht. Bei mir steht hier direkt in der Lagerzone Stahlträger Holzplanken. Ja, gut. Und den Pritschenauflieger sehe ich nicht. Wenn da einer ist. War doch da. Ich fahre jetzt einfach mal dahin. Und dann gucke ich mal. Weil der Pritschenauflieger steht bei mir unten beim Anhängershop in der Nähe. Wo bin ich denn hier bitte lang gefahren? Bin doch hier irgendwo durch Morast. Der hier. Wenn du im Stream guckst, der hier oben. Wo rechts davon das Holzstation ist. Der Pritschenauflieger, der hat Stahlträger. Geh mal rechts rüber. Zur Holzstation. Den muss ich, glaube ich, hier auswählen. Okay. Drück mal drauf. Drück mal auf die Holzstation. Wo du gerade warst, nicht die nächste. Ja, kann ich ja nicht. Achso, die hier. Ah. Ah. Ja, gut. Dann mach doch, was du willst. Mach doch. Weiß ich. Wenigstens Verlass ist da drauf. Ich muss aber jetzt irgendwie so fahren, dass ich irgendwo an Benzin vorbeikomme. Links der Kohler, der hat Benzin. Da ist auch ein Tankauflieger seitlich geneigt auf der Straße. Okay. Warum halt so lang? So, ne? Der Baum hat es nicht geschafft. Den habe ich gefällt. Eine Verzögerung hier beim Zurückhupen. Das war auch mal besser. Da hat sich wieder hier in die Ecke reingeschmissen. Hm. Sorry, sonst habe ich auf dem Gamepad einen Knopf, wo ich drücken kann. Du hast ganz viele Tasten vor dir. Wird aber eine für Hupen stehen. Nein. Okay, ich seh's. Ich war's nicht. Huch. Bisschen unterdreht. So. Da ist der Western Star 6900 PS. Warum ist eigentlich ja dieses Kabel so unfassbar lang? War das sonst nicht so schlimm? Warte, was ist denn hier nicht in Ordnung? Hefe. Weg damit. Ja, viel besser. So. So. Jetzt ist doch hier. So, Zaun. Fall um. Weg. So, Western Star. Bremsweg des Todes. Ich
Hier, Motor abstellen. Anhängershop. Irgendwas reparieren. Ja. Nein, Spanhals. Sattel niedrig benötigt. Oh, Heavy Deluxe. Oh. Aufpacken. Irgendwo war da eine Mission, wo man die hohe Sattelkupplung gebraucht hatten, dachte ich. Wo ist er denn? Wartungsanhänger. Ah, ich glaube, da brauche ich ein paar. Reparieren. Ziel. Western Star. Kaufen. Kaufen. Reparieren. Federung. Und Achtung! Ching. Rehe. Rehe. So. Hier und Anhänger verticken. Also will mich ja keiner aufheben, oder was? Gut. Ich arbeite dran. Ich hab's ja gesehen von hier, aber ich wollte noch schnell den Western Star reparieren. Ich komm zu dir. Aber mein Motor läuft noch. Ich kann mich selber auf, oder? Das hatte ich das letzte Mal auch und dann bin ich nochmal umgefallen, dann war es vorbei. Ja. Achso, ich bin in die Brücke gebackt. Wow, ich hab keinen Schaden gekriegt vom Baum. Die krachen. Ich hab keinen Vorderreifen mehr. Er ist nicht da. Moment, das will ich mir angucken. Bleib mal da, wo du bist. Oh. Hier nur mal links abbiegen. Ist der Schulze als erstes umgefallen? Das hat man, glaube ich, auch noch nicht. Nee, aber das ist halt... Die Brücke ist Tastatur. Gefährlich hier. Ja, aber Tastaturlenken ist halt immer dieses Signal ja oder Signal nein. Da ist nicht mit. Ne? Justieren. Ich mag die Brücken ja auch nicht, weil die so schmal ist. Soll ich die wegschubsen oder geht's? Wieso, Reifen ist doch da? Andere Seite. Ja, du meinst, beide Vorderen sind weg? Nein, eigentlich nur... Warte, ich zerr dich hier raus. Huch! Warte, ich tu mal meine Winde ranbauen. Ah! Ich glaube, du bist ein bisschen kaputti, kann das sein? Ich weiß noch nicht genau. Aktuell packe ich komplett in der Brücke. Ah! Ich ziehe mich vielleicht auch an dich heran. Ja. Das ist wahrscheinlich nur aus der Hitbox rauskommen, von der scheiß Brücke. Ja, warte. Da rechts kannst du nicht rüberfahren, ne? Arbeite dran. Mal nach rechts. Ah, ein paar Reifen drehen. Nett. Viele. Ja, ist Bewegung da.
Okay. Nur nochmal Schwung. Hör mal, ich versuch dich mal von da zu ziehen. Ja, doch. Dass ich da vorne über die Kante krieg. Ist er rückwärts fahren? Nee. Ja. Vielleicht mal umbauen. Nee. Ja. Hier, will ich. Oh, was passiert da? Es gibt gleich. Ja, ja, ist doch gut. Bin vielleicht auch schon im Lastgang Plus. Hier ist bald auch kein Untergrund mehr. Jetzt ist der Motor aus. Wow, ich krieg dich immer noch nicht weggezogen, ne? Oder? Doch? Hey! Sorry. Nee, war ich auch gar nicht. Oder? Reifen kommt wieder, Reifen ist wieder noch nicht ganz. Schon mal Schwung. Mein Reifen steckt unter der Brücke. Habe ich mir schon fast gedacht. Vollgas! Deine Achse steckt irgendwo anders drin. Jetzt der Motor. Ich könnte mich ein bisschen von der Brücke wegschieben. Ziehen. Wenn ich da jetzt knalllos dagegen fahre, falle ich doch bestimmt mit der Mutter jetzt wieder. Sie hinten nicht mit rum noch rumziehen? Nee. Ah, diese Autowinde ist halt. Ein Poppes. Zieh mich jetzt. Jetzt krieg ich noch nicht wieder an. Hier dein Reifen. Ja, oh, Kacke. Oh, nee. Ich befürchte, ich bin hier komplett in der Brücke gebackt. Nein. Ja. Schon rangezogen? Oh, wollte doch Schwung holen. Zu weit weg. So, nett ranziehen. Los mit dir! Ich sehe das immer, das Rad taucht dann unter der Brücke auf. Das wird so nichts werden. Ja, aber... Oder du musst mich halt von der Brücke wegziehen. Könnte ich halt auch in den Morast reinziehen, aber ich glaube, das war einfach nur tiefes Gelände hier, ne? Ja. Das wäre aber so die beste Richtung, sage ich jetzt mal. Ja. Oh ja, das Rad ist. Warte, ich kann mal hier ein bisschen korrigieren.
Das Rad ist frei. Nicht, fahr. Ja, bis der hier den Gang eingelegt hat, da vergeht doch bis morgen früh. Bin frei. Ja. Wolltest dich zurücksetzen? Hab ich noch nicht gesagt. Wo fahren wir eigentlich hin? Na, ich muss rechts. Ich weiß nicht, wo ich hinfahren soll. Was gibt's denn hier? Nicht, ich muss rechts. Ja, danke für den Schaden. Bitte, du hast mir auch gut gegeben. Am Tank, wo du mir dagegen geballert bist. Heul nicht rum, ich hab dich da rausgeholt. Alleine, was ist denn rausgekommen? Das stimmt. So ist der Tank. Ja, Tank. Hab ich schon gesagt. Ja. Am Tank hast du mich beschädigt. Ja. Pure Absicht. Soll ich dich da helfen oder kriegst du die drei Stahlträger? Nee, die drei Stahlträger kriegst du nicht. Ich krieg nur einen drauf. Nicht zwei? Nicht Viererplatz, dachte ich. Aua. Ich glaube, die brauchen drei oder sowas. Nee, zwei brauchen die nur, die Stahlträger. Ja. Genau, alle, die also ich hatte vorhin einen Stahlträger drauf und könnte nur einen mitnehmen. Ja, du brauchst ja auch nur einen. Ja, aber ich könnte auch keinen weiteren mitnehmen. Ah. So, vielleicht sollte ich die Mission noch aktivieren, ne? Umleitung erfolgen. Ah, Tankstelle. Das ist eine gute Idee. War da noch was drin für mich oder nuckelst du den komplett leer? Der ist komplett leer. Wie, der ist komplett leer? Ich roll. Der ist komplett leer. Warum? Ich habe jetzt hier 100 Liter für dich verbraten, dass ich dich da rauskrieg. Dann krieg ich nicht mal einen Sprit. Hier liegt doch noch ein... Ach Quatsch, hier liegt doch noch ein Ding. Ich meinte auch den Tankauflieger. Den hab ich noch nicht Alter, ja, nee. Ja, ich möchte nicht am Kühler. Ich bin auch dran vorbeigekommen. Ja, es geht. Geht schon. Ah. Ups. Aber das ist echt Gewöhnungssache hier mit dem Lenkung lenkt nicht. Achso. Gewöhnheitssache. Ja. Analoge weil Trigger versus digital, ne? Das ist halt. Ja. Ein Spiel hier mit dem Getriebe. Ich bin hier nur im hohen Gang und gut. Voll frei. Oh. Komm ich hier mal am besten durch den Morast, muss ich sagen. Oh. Die Ruhe könnte ein Tick schneller sein. Das mit dem Schnellgetriebe ist halt gefühlt eine komplett andere Welt. Ja. Das ist klar. Ich kann es nur ich kurz erschrocken. Rumpel. Ach, das ist nur... Ach, weil das nur eine Dreierpritsche ist. Keine Vierer. Ach.
Das hat man, glaube ich, letztes Mal auch schon gehabt. Demzufolge. Hilfe. So. Das ist wahrscheinlich den kurzen Weg. Komm mal zum Mast 3. Ja. Hier lang und hier gerade durch Rüglos. Sie abbiegen. Vollgas! Vollgas! Baum! Nichts Vollgas. Bis später. Oh, sind auf einmal aus dem Baum ein paar Vögel rausgeploppt. Ja, bei mir. So leichte Geräusche machen die Stahlträger auch. Da waren die Blöcke vorne schlimmer. Ja, die haben schon immer so gerumpelt. Ja, Ziegelsteine waren, glaube ich, immer noch das Limit. Da bist du nur auf Asphalt gefahren. Verdammt. Tick zu weit vorne. Hilfe. Was wollte ich machen? Zack. So. War das das hier, was mich von uns abgelenkt hat? Ah. Hier. So, Upgrade im Wald. Kannst du getrost knicken. Ja, wobei ich könnte es probieren, wenn ich hier hinfahre. Und mich da so durchprügelt. Ja. Da. Okay. Da schon mal ein Upgrade. Wenden Sie mal. Natürlich fahre ich an den Baum ran. Logisch. Ja, vor mir Baum, hinter mir Baum. Das wurde hier perfekt. Das wird ein interessanter Weg. Oh, nur Rüst, nur Fun. Wobei, ich ist das gar nicht hier. Wo
Okay, das war easy. Sah anders aus. Upgrade. Ein Stück, eins neuer Motor steht zur Verfügung. Ah, du nimmst wieder die Abkürzung, die noch nie funktioniert hat. Yep. Umgestürzte Antenne. Na, fahren wir mal hin. War, glaube ich, noch gar nicht freigeschaltet. Little help for my... Ach, du kannst mich mal. Auf gar keinen Fall war ich da lang. Nee. Kannst du nur mit irgendeinem kleinen Scout oder so da lang ballern. Mit dem... versuche mich mal hier durch den Wald zu kämpfen. Dann dahin. Dahin und da abbiegen. Ah, ist ja schon der Tag. Bist du mal kurz auf der Karte, organisier die sehen sich mal und dann ist das schon der Dachnachtwechsel. Hell wird, ja. Pass ich hier durch? Okay, minus ein Baum. Ich pass durch. Okay, merke, Birken kannst du einfach umfahren. Easy. Easy, easy. Birke, das ist eine fette Birke. Die kannst du nicht umfahren. Ich rede immer noch von dem Baum. Okay. Kann ich ja konzentrieren. Das ist so dumm mit Tastatur. Ich hab dir früh genug Bescheid gegeben. Ach, da ist er ja. Du kommst doch gut vorwärts. Ist ja gar kein Stress. Lass Gang und gib ihm. Yep. Sag mal, ist es bei dir das AMF an? AMF? AF, MF. Ich glaube nicht, warum? Wirkt so bei mir. Alt R. Mal kurz gucken hier. Noch ja, ist aktiv. Ah. Okay. Aber ich kann Frame Generation kann ich nicht nutzen gerade. Ist bei mir aktiv. Achso, wegen deinem Dual Monitor Setup. Genau, wegen Duplizierung. Ich mach's aus, weil es wirkte irgendwie komisch. Okay. So, dann können wir hier wieder reingehen. Ja, viel besser. Krass. Da war ich wahrscheinlich um die 60 FPS oder drunter bin teilweise. Und da tut's natürlich aus 45, 90 machen und das ist halt scheiße. Ja, okay. Ja. Ja, viel flutschiger. Also ich habe jetzt hier im Schnitt mal so 90 FPS. Ich glaube, ich bin falsch. Kann das sein? Gestürzte Antenne. Also willst du mich... Was denn? Ja, mir fehlt der letzte verkackte Windenpunkt hier, ey. Okay. Ich bin eigentlich schon lange raus. Waffenlieferung. Ende alte Ausrüstung. Ende Ausrüstung. Ende Stromleitung. Oh. Urausrüstung. X3. Was ist das? Wird hier erledigt. Krieg mir den alten. Ein Host gesperrt. Ah, der Host muss erst noch ein paar Dinge aktivieren. Anscheinend musst du das jedes Mal machen. Boah, der mies. Aber weg mit dem alten müssen wir erst erledigen. Können wir noch nicht machen, weil der Host noch nicht Rang 8 ist. Bist du nicht Rang 8? Da weiß ich doch nicht. Ich doch auch nicht. Welche Level haben wir denn? Machst du irgendwo einen Knopf dafür? Hier. 15!
Lass mich rollen? Au. Ach, Container. Nützt mir ja nichts. Weiß ja nicht, wohin damit. Gestürzte Antenne. Irgendwo anders hier? Alter Master Show ist jetzt unterwegs mit Vollstoff. Wie rausgekämpft hier. Also der Weg war kürzer, die Zeit war einfach deutlich länger. Das glaube ich. Ich könnte höchstens mal dahin fahren, das Fleckchen haben wir noch nicht. Oh, fahren wir es mal rein. Machen wir nichts Sinnvolles. Au. Um die Kurve rum, dachte ich, das passt. Und mein Spiegel hat den Mast mitgenommen. Okay. Also gefühlt war es der Spiegel. Gefühlt Spiegel? Ja. Fühl ich. Wir sehen. Wir sehen. Juhu. Rang 15 habe ich jetzt. Ah, okay. Dann guck mal, ob du noch Missionen aktivieren musst. Bei Dyson Diesel. Alte Ausrüstung. Jetzt ist die frei. Mit Lieferung vom Lagerhaus. Zum Lagerhaus mit 3 Bohrer. Ja gut, das kannst du nur machen, weil du den passenden Auflieger hast. Okay. Alte Ausrüstung. Weil danach können wir... Ne, hier. Weg mit den Alten. Das blockiert bei uns auch sehr viel. Ach, das sind hier die 3, okay. Da muss ich aber auf irgendein... Ach nee, da kann ich hier im Lagerhaus unten holen. Ja, könnte ich machen. Die müssen ins Lagerhaus. Musst du oben in der die Bohrspitze holen. Oder? Achso, die muss ich ja aufladen hier, abladen im Lagerhaus. Genau. Verstehe. Ja, ja, okay. Dann muss ich jetzt aber hier trotzdem diesen ungeliebten Tankauflieger mitnehmen. Weil? Wegen Spurit. Also, einmal dran vorbeifahren. Ach so. Dann kann ich von dort, muss ich wenden und fahr dann zum Bohrplatz. Ja, okay. Das müsste ich hinkriegen. So ungewohnt, wenn du auf deiner Tastatur rumhämmerst, obwohl wir ein LKW-Spiel spielen. Ja, das ist so. Weil es halt umständlich, wenn du Gas geben musst, Winde ziehen und lenken. Schwierig. Ich gebe aber Vollgas. Ja, ich muss trotzdem W drücken, ich muss D drücken, ich muss F drücken. Ja, dann sind die Finger schon ganz schnell weniger geworden. Ja. Dann noch Hupen unterwegs. Korrekt. Ja, hier fahren wir mal rückwärts rein. Ich glaube, da hinten ist nicht viel Platz zum Umdrehen. Kann ich hier wenden? Okay, es wäre genug Platz gewesen. Oh, was ist das für eine Steinkante hier? Uiuiui. Ist hier eine Mission? Nee, ne? Ah. Ich habe auch eine Tankstelle gefunden. Richtige? Nee. Naja, nee. Und ein Scout-Anhänger. Ja, okay. Kann ich ihn anbinden? Nee, kann ich nicht. Aber bei denen kannst du einfach nachtanken, ne? Okay. Ja, klar. Das ging. Ich glaube, das war wirklich nur der grüne, den du anhängen musst. Schon immer. Den anderen. Service. Genau. Den anderen roten da, den glaube ich, dachte ich auch. Nee, ich glaube, da geht's so. So, was mache ich hier vor lauter Schreck? Signal in den Bergen. Doch, oder irgendein Mist. Na, fahren wir mal hin. Nicht wird.
Muss es doch Schulzi halt alleine machen. Na, freilich. Ich muss mein Wasser aus dem Frost nehmen. Die erste Flasche ist schon schief gegangen. Was? Ich hatte vor uns eine Flasche Wasser in Frost gelegt, dass es schön kalt ist, wisst ihr? Aber da war wahrscheinlich eine Stunde oder so zu lange. Ist doch wie mit Bier. 20 Minuten Timer stellen. Reinlegen, 20 Minuten Timer. Ungefähr 20 Minuten ist jetzt drin. Du hast deine Alexa auch schon abgebaut. Nö, aber ich hab sie nicht gestellt. So. Zu. Okay. Also drei Slots ist zu wenig Platz. Was? Ja. Das ist ein offener Anhänger sein dann, oder? Das ist, ein riesen Container war das. What? Hä? Du hast doch drei Platz. Ja, reicht dann nicht. Signal in den Bergen. Ich brauche irgendwas mit vier Plätzen. Haben wir hier irgendwo eine Britsche? Eine große? Ja, aber nur Lerde? Als Tieflader. Schade. Dann muss ich zum Anhängershop. Ja, ich bin ja gleich um die Ecke. Oder, ich kann da auch hin. Geht das? Ich hol mir einen Achter und dann kriege ich den locker weg. Oder? Ich weiß nicht, ob du da nicht. Warte. Motor abstellen. Ich spring mal in den Western Star. Der hat genug Platz. Okay. Hätte ich gesagt. Was hat der drauf? Der lag, gut, ich könnte auch mit dem Western Star darüber eiern. Oh, kann ich aber auch machen. Also machst du jetzt Bohrausrüstung? Ja. Gut. Bohrausrüstung mal 3. Wie viele Plätze braucht das Ding? 3, hast du gesagt. Nein, 3 habe ich und 3 sind zu wenig. Also braucht er 4. Ja, dann wird das auch nicht mit dem Western Star klappen, weil ich glaube, der hat auch nur 3. 1, 2, 3. Weiß ich halt ja. Nicht. Meine ich. Hier. Ich könnte höchstens mit meinem fahren. Und hängt da, ich habe ja Sattelkupplung hoch und hängt da einen großen Anhänger dran. Dann ist da genug Platz, ein Achter oder so. Ja, das würde gehen. Definitiv. Dann müssen wir, glaube ich, zusammenfahren, weil das Ding ist halt riesig. Treffen wir uns am Anhängershop. Na, gibt es so einen großen Anhänger, den ich anhängen kann? Nee. Warum müssen wir da zusammenfahren? Ich kann ja nichts machen. Mehr Zugkraft mit Winde, Doppelfahren und so. Na gut, dann bleibe ich hier einfach stehen, warte auf dich. Ja. Kannst du deine Flasche Wasser aus dem Frost holen? Mhm. Ah, ne? Manchmal habe ich auch gute Ideen. Tönung liegt auf manchmal. Ich hab gewundert, warum dann einfach nicht schneller wird. Hier von 4 Gänge. Da passiert halt nichts mehr. Nee, da ist Ende im Gelände. Ja, im zweiten, dritten Gang geht's noch. Im vierten, der ist einfach. Da reicht die Leistung nicht aus. Also hier fahre ich mit dem großen Enger definitiv nicht lang. Dann nehme ich den anderen Weg. Muss ich wahrscheinlich dann erstmal tanken und dann wollen wir nochmal drüber reden. Weil Bohr. Achso. Bohrausrüstung steht auch 0 von 3. Das heißt. Wir bräuchten wahrscheinlich mehrere.
an jedem Ding gibt es ja so ein Teil. Also an jedem Bohrplatz gibt es eine Bohrausrüstung. Jeweils. Das sind drei Stück. Also drei Bohrplätze. Die kriegen wir doch. Könntest ja dann höchstens noch mit dem Western Star noch mit rüberfahren. Vielleicht passt es ja doch bei dem mit drauf. Da hast du theoretisch auch was zu tun. Also, dass er hier Flaschen verkehrt rum hinstellt und Flasche in Flasche spielt. Schön. Schön, 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 schön. Spielst du erfolgreich Flasche in Flasche? Oh. Ist gerade nicht passiert, oder? Achso, Rampentieflader, der hat vier Plätze. Ja, kann ich trotzdem nicht anhängen. Rampi, na klar. Achso, nee, kannst du nicht, weil du kannst ja keinen Anhänger dranhängen. Ja. Was ist Spezialausführung? Also, Anhänger schon, aber Tieflader kann ich doch nicht anhängen. Ich kann dir den Super Heavy Anhänger dranhängen. Er hat acht Plätze. Das kann doch nur schief gehen. Ah, nehmen wir. Was soll da schon passieren? Ich glaube, ich muss hier rechts rum. Ich warte erstmal, ob du hier mit dem komischen Ding vorankommst, wenn das drauf ist. Oh ja, deswegen. Was ist hier eigentlich? Bohrausrüstung 0 von 3. Ah, hier muss es hin. Verstehe. Ja, ins Lagerhaus rum. So, ich wollte ja tanken eigentlich. Naja, gut, dann halt nicht. 122 müssten erreichen. Gut, schon durch, aber ich glaube, hier sind dann nicht mehr Aufträge. Ah, ich muss hier, glaube ich, weit fahren, weil sonst wird das nichts. Ah, könnte klappen. Okay, nicht irgendwo eingerastet. Perfekt. Ich kann. Ich fahre hier komplett rechts. Dann hier eine Runde. Ich fahre hier außenrum. Ich fahre da nicht über diese gefährlichen Brücken drüber. Weil ich habe einen Wendekreis wie so ein Großtransporter. Aha, okay. Verstehe ich. Weil danach. Wir würden mir, wenn wir alte Ausrüstung, wenn du das fertig machst, ne? Ja. Schalten wir frei Hafenlieferung. Jo. Die brauchen auch eine Bohrausrüstung. Das wäre dann Drummond Island. Und erst dann wird freigeschaltet, weg mit dem alten. Das hat noch nie funktioniert. Weil. Entschuldigung. Danke. Jetzt wieder. Ja. Bausattelanhänger. Aha. Ja. Kann 8, aber beende Hafenlieferung, ja. Also ab Rang 8 würde es gehen, musst aber erst die Hafenlieferung abschließen. Und die kannst du erst abschließen, wenn. Wenn die alte die Ausrüstung hat. Genau. Oh, du bist falsch gefahren. Ey, warum? Ich dachte, du kommst zu mir. Ich komme doch zu dir. Da hättest du schon deutlich eher rechts abbiegen müssen. Nein. Warum? Bist du? Da! Ja, ich stehe die ganze Zeit schon da. Ich wollte hier, ich wollte hier oben anfangen. Verdammt. Ja, du dann. Ja, dann fahr weiter. Dann biege ich halt hier ab und dann hier. Ja, du wirst ja nicht wenden können. Lass mich, dann fahr du doch hoch, ich komme auch hoch. Ja, oder so. Ich wollte oben also anfangen, weil oben dann, genau. Weil dann sind die zwei Schlimmsten schon mal weg. Weil die andere, die da oben, die ist halt
war ich hier lang? Hier lang? Ach, ich hab nur von uns die eine gesehen gehabt und nicht die. Ja, okay. Komisches Kurveauto, du musst ja beim Dings durch, ne? Du kannst aber höchstens den Western Star mal gucken, ob der nicht sogar für den da unten geht, wo du gerade stehst. Probieren, ob du da den Bohrkopf da drauf kriegst. Die Ausrüstung dafür. So. Ich dachte, der hat vielleicht auch 4 Slots. Da bin ich mir nicht 100% sicher. Ja, aber ob da zeichnen wir erstmal den Weg ein. Ja, ja, und dann LKW wechseln, wo er dann einfach weg ist, der Weg. Ist immer gut. Vielleicht regnet es auch so lange noch. Ja, nee, vielleicht geht er auch nicht weg, so ganz. Das war eine sehr tiefe Stimme. Ich hoffe, ich komme am Kohlop vorbei. Ja, das hab ich mir auch so gedacht. Vollgas, oder? Oh, vom Platz müsste das reichen auf dem Twin Star hier. Der ist riesig. Ich komme schon nicht um die Kurve hier rum. Ich bin falsch gefahren. Ich muss hier abbiegen. Hier ein paar Bäume mitnehmen. Sagen die dazu? Oh. Die sagen nichts dazu, die Bäume. Die sterben einfach. Minus 2 Bäume. Ist ein bisschen Wutschi dabei? Nö. Volker ist durch. Gar kein Stress. Okay. Anhänger ist zu fett. I'm stuck. Auf dem Rückweg kann ich doch nicht auch hier hinten lang fahren. Ich hab schon den Kopf drauf. Wird doch nichts. Hier muss ich abbiegen. Haben wir eigentlich den Schwerlastkran hier? Ich frage für vielleicht zukünftige Probleme. Nein, haben wir nicht. Hm. Schon nur ganz hinten rechts im Ohr die Bäume einfach gefällt werden vom Anhänger. Der rollt einfach drüber. Knarz, knarz, knarz.
So, aber jetzt geht's nur noch bergab. Ski! So, ich bin gleich beim ersten Ohrding puffen. Ohrdings puffen? Okay, Ding kann ich nicht. Also. Uah, oh Gott! Oh, sorry, ich wusste nicht, dass hier eine. Wow! Du hast ihn eingepackt. Ja. Okay. Okay, er passt darauf. Okay, verstehe. Ja. Alter. Nee, das Ding ist wirklich enormes. Oft sie zu ihm mal zu sagen. Huge. Ich werde den zwar nie abliefern können mit Heckantrieb hier, aber... Ja, vielleicht ist er aufs Gewicht und drückt. Oha, oha. Ich wusste, warum ich erst mal wende. Ich habe ein Problem. Wie ist denn den Anhänger? Der ist leicht verbogen. Ja, wobei, komm, back dich rum. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja. Oh. Ich hab nichts gemacht. Okay. Merke, wenn das Ding dann drauf ist. Ach du Heilige. Bin ich da hier? Nur mit der letzten Achse noch drauf. Achtung. Ja klar! Ich könnte jetzt Zweier draufpacken. Was? Mach doch. Hä? Aber hieß es nicht... Was? Jetzt habe ich zwei auf dem Anhänger. Da hätte ich auch zum ersten fahren können. Aha. Okay. Warum kriegst du eine fette Animation und ich nicht? Weiß ich nicht, weil ich schon hatte wahrscheinlich. War ich ein bisschen unfair. Oha. Die Ansicht ist zwar beschissen, aber ich sehe, was der Anhänger macht. Alter. Ich sehe nicht, wo ich hinfahre. Okay. Da ist ein Berg. Ich habe keine Ahnung, was hinter der Berg ist. Ich habe aufgesetzt. Der Anhänger schwebt. Die sind nix gut. Nee. Ist deiner abgebaut worden? Das verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht macht er die Animation einfach nur einmal. Weiß ich nicht. Ja, unfair. Und dann hier eine Runde außen rum. Dahin. 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 Ja. Jo. Jo. Du. Brauch mehr Schwung. Wow, 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 ist das eine wackelige Angelegenheit, ey. Ich gebe gerade Vollgas. Im normalen Gang. Es passiert nichts. Ah, Lastgang regelt. Hör auf, da hinten zu ziehen! Also, ich buddel mich höchstens hier ein. Sitzt du auf, oder was? Du. Ja. 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 Ich könnte ja Anhänger lösen. Ich könnte was Irres probieren. Das funktioniert nicht. Oh.
Rangier mit dem Anhänger ist auch kacke. Hilfe! Kamera ist schon maximal rausgezoomt. Hier irgendwie Windenpunkt? Stein oder so? Ich glaube, ich brauche mehr Leistung. Ja, Power. Wow, 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 wow. Power. Schau mal deinen Azov dahinter. Wenn du mit deinem Twinstar da hinten bist. Ne, bist du schon, ne? Hast du schon abgegeben? Ich hab gerade eben. Oh, okay. Ich gebe wieder meinen Azov. Du weißt, wo ich park. Keine Ahnung, was mache ich denn jetzt? Ah, du bist noch im Western Star drin. Kann das sein? Mhm. Ja. Da ich überlege gerade, noch eine Bohrausrüstung zu holen. Ja, ich habe da zwei dabei. Ja, du musst nur zwei abgeben. Ja. Ich würde gleich die nächste holen für Truman Island. Das würde ich so lange machen, während du mit deinem LKW dahinter fährst. Hätte ich gesagt. Zu mir. Weil ich brauche Leistung. Ich schaff's nicht da drüber. Also irgendjemand muss schieben. Oder ziehen. Achso. Na, das kann ich aber hier nicht mit dem Twinstar machen. Ich würde mit dem Twins dir zur zweiten Bohr-Dings Puffen fahren. Oder zumindest nur hinstellen, weil jetzt habe ich keine Option. Okay, ich bin im Azov. Jo. Und du stehst wo? Am Hügel. Ach, ja, ich sehe dich. Okay. Ja. Da, ja. Ach, wenden Sie mal in 25.000 Zügen. Oh Gott. Ja, der Twinsteer ist echt so. Ja, der Heckantrieb macht es halt nicht leichter. Nee. Ich also glaube, wenn der Allrad hätte, dann wäre das wahrscheinlich einfach nur total gut. Karre. Ich meine, im Lastgang mit. Ich sehe es gerade mit Diff, ja. Ist es ganz irgendwie teilweise machbar und Winde. Na, ich will erst mal ankommen. Weil das muss ja zur Smithville rüber, zur Drummond Island rüber, ne? Ja. Der letzte Cop. Ja. Wow. Erste Loch vorne eingetaucht, kein Vortrieb mehr. Hm. Okay, das dauert ein Stück. Oder Anhänger entdeckt? Hey, war noch keiner. Wo fährst du lang? Ja, durch den Wald. Tankstelle. Auf der Karte gibt es überall Tankstellen. Auf Smithville nicht eine. Ja, das stimmt.
Gleich nochmal ausgetankt hier. Lieber auch Sprit haben als Sprit brauchen. Ja. Diese wunderschöne Autowinde. Es funktioniert nicht mehr, dass du irgendwo hinguckst und denkst, da will ich hin. Was macht er? Rechts neben dir. Denkst du so, ja. Und das bringt mir jetzt was? Also gegen, da ist ja der Azov gegenüber dem Twinstar einfach nur ein Rennfahrzeug hier. Ja. Twinstar, Twinsteer, wie auch immer der heißt. Twinstar. Ja, aber hier im fünften Gang geht eigentlich ganz gut. Ja, wenn er rollt, ja. Ja, du darfst nur nicht mehr anhalten. Wie mit dem Caddy früher. Reinstes Schwungauto. Ah, Caddy ist mit der Kurve. Oh, das war nah an der Laterne. Los, Turbus. Pfeift da vorne einen durch. Hast du keine Leistung? Hast du keine Leistung? Yep. Aber der fährt halt einfach nur seine 20, ne? Mehr ist halt nicht drin. Tja, er ist halt gemütlich, ne? Ja. Ruhe, bergauf. Ah, komm, Wühl! Wühl! Im fünften, los! Oh, erster Gang. Schon hier? Ne, da. Oh. Da um die Kurve kommen mit dem Ding. Pff, Wendekreis des Todes. Oh, das Ding kippt doch. Okay, ich fahre in den Wald. Kurve nicht geschafft. Und Bremsweg, als würde es keinen Morgen geben. Um mit der Karre! Hey, zwar. Schwede. Wie weit bist du? Ja, muss ja. Ich denke, ich bin gleich irgendwo bei dir da. Ja. Finster ist auch hier schon angekommen. Muss ich nur gerade hier durch. Ich tu mal schnell noch wenden mit dem Ding. Sehe ich dich von hier? Nee. Bäh. Kamera, hallo. Ah, ich sehe dich. Da stehst du. Ja. Fahrer schläft noch. Kann sein, dass er noch ein bisschen Aufmerksamkeit braucht. Wir schuppen gleich mal an. Boah. Okay. Ui. Bei dem tut das Ding komplett abbauen. Jo. Jetzt ist das Ding auch weg. Ja. Jetzt ist aber auch die Bohrausrüstung nicht da. Ist schlecht. Ach. Gut.
Ich nehme einen Azog. Ist er ja. So, Handbremse lösen. Ja, guten Tag. Einiger. Ja. Machen wir das jetzt? Warte kurz. Oh, da ist ein Schild oben geflippt. LKW ist willig. So. Das Gang plus rein da. Schleif, 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 gar kein Problem. Nice. So. Ja, sorry, ich muss hier nochmal ein bisschen. Oh, die machen gar keine Geräusche. Gar nicht? Gar keinen Bock. Ich fahr am Last Plus. Ah, der Kohlop da vorne macht mir ein bisschen Sorgen. Das könnte noch mal tricky werden. Ah, wobei links durch das Wäldchen, das geht eigentlich auch. Ist auch nicht so eine schräge. Gut, jetzt kann ich aber ein bisschen Kette geben. Kette geben. Oh Gott, ich muss ja weit ausholen. Reicht nicht. Da kriege ich den hier rumgezogen. Ich bräuchte mal Unterstützung. Oder? Ah. Schwupp. Könnte gehen, könnte gehen. Geht, geht. Läuft. Denkt an, ich muss ein bisschen weiter ausholen, wenn hier Laternen sind. Eng ist ein dehnbarer Begriff. Upp, ja. Werf mich nur woanders hin. Aber. Warum? Motor abgesoffen. Ich tanke noch mal. Und tanken ist eine gute Idee. Ich bin vor uns links dran vorbeigefahren. Das ging eigentlich auch ganz gut. Weil dazwischen passe ich nicht durch. Da ist der Anhänger leider zu fett. Mhm. Lass mal hier, ja, mal hier einen Schluck trinken. Ich glaube, ich muss hier Abstecher durch den Wald machen. Weil da ist noch eine Stütze an dem Pfosten da dran. Vielleicht rote ich auch ein paar Bäume. Noch alles drauf? Ein Schrein hängen? Ich bin nicht am Baum. Ich bin nicht am Baum. Nein, geht nicht. Jetzt geht's. Ich glaube, so nah, das macht Schaden. Warte. Hallo? Ach, Baum. Anhänger hängt am Baum. Oder hing. Was? Ja, fahr.
Und du bist nämlich mit einem Schlag weggefahren. Ah, okay. Weil ich kurz die Windenposition angepasst hatte. Oh, jetzt drückt der Anhänger. Wettergang, gib ihm. Und das war's. Eiball-Handanker zum Mitnehmen, bitte. Können wir bitte links rumfahren? Über die Brücken mit dem Anhänger. Du willst hier links fahren? Ja, weil über die Brücken keine Chance. Da rutscht der weg und Bullen ist offen. Nee. Oh oh. Oh oh. Passt das? Ah, grad so. Und rode gehen. Ich rode so gern. Ah. Hier passen wir nicht durch, oder? Nee, nicht durch den Berg. Schön, dass ich Vollgas gebe und du einfach anhalten kannst, kurz chillen. Oh. Oh, Boost. Boost! Uiuiui! War alles drauf? Ja. Soll ich sagen rechts? Nee, oder? Nee, warte mal hier. Nee, so den Weg eigentlich komplett lang. Aber hier oben bleiben, nicht runter. Ah, Steine. Geht das mit den Steinen hier? Ja, geht. Alter, du nimmst einen Felsbrocken mit. Bei mir nicht. Nee. Also manchmal ganz schön paranoid. Man guckt immer wieder nach hinten, ob die Container noch draufstehen. Ich glaube jetzt hier rechts. Oder? Halt, stopp. Nee, auf gar keinen Fall hier rechts. Wobei, lass mal fahren. Warten Sie kurz. So einen Tick zurückrollen. Ja, geht gleich los. Darum habe ich gesagt, bitte warten Sie kurz. Kurz, okay. Schenk dran. Ist das bescheuert hier? Ich kann den Punkt nicht löschen. So. Alter, losfahren. Gar keine Chance. Gar keinen Bock. Der LKW. Das wird ja ein Spaß. Okay, der Baum muss dran glauben. Keine Chance. Das ist so eine dämliche Idee. Das war schade. Siehst du auch oder was ist denn mit dir hier vorne? Ja, vielleicht habe ich gerade Schaden des Todes gekriegt. Choranimo. Warte, wir hängen. Warte, jetzt sind wir über den Felsen drüber. Ich kann dich auch anschieben, gar kein Problem. Alter, was tust du? Fahr doch einfach gerade durch. Kann ja so schwer sein hier. Ja. Alter, wow. Okay, ich lieg auf. Ja. Jetzt nicht mehr. Du passt. Ja, wir passen hier durch. Ah, kein Problem. Hey, du bist schon vorm Baum? Okay. Ja, Anhänger ist jetzt drin in der Ritze. Und Anhänger nimmt noch einen Baum mit. Ich weiß nicht, was mit dem Anhänger. Ich ziehe hier einfach. Wow.
Ich hab kurz auf den Anhänger geguckt, das sah nicht gut aus. Das war doch eine gute Abkürzung. Ist doch top. Irgendwie hat mein LKW keinen Vortrieb mehr. Was machst denn du da hinten? Ja. Also dein Anhänger nimmt alle Bäume, einfach mit alle. Ja, es war auch so ein Dicker gerade. Oh, Baum. Du gerade so ein Dicker. Ich hab hier ja, ja, fahr doch. Ja, danke. Fahr doch. Jetzt hängt der Anhänger an der Säule. Warte, ich zieh nur rum. Noch ein Stück, 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 noch ein Stück. Wir sind fast dran vorbei. Noch ein Stück. Ist nur ein bisschen verbogen, der Anhänger, sonst geht's ihm eigentlich ganz gut. Ja, und wir sind dran vorbei. Gummiband. Gibst du auch Gas hier vorne, oder was ist denn mit dir? Ja, also als wenn du immer bremsen würdest. Ja, mit zwei Bohrausrüstungen hinten auf dem Anhänger drauf. Aber die ganze Zeit nicht so geruckelt wie jetzt. Ich hänge hier mit Vollgas bei 27 Liter. Ich habe nur noch 370 Liter. Baum, Baum, Baum. Sieht gut aus. So. Puh. Oh, nicht Anhänger lösen. Anhänger koppeln. Anhänger gelöscht. Oh, Bauausrüstung. Entladen. Oh, Alter, ich dachte so. Nur 5000, willst du mich verarschen? Oh. Ja. So, jetzt sind aber hier die ganzen Bohrausrüstungen weg. Das ist ja gar kein Stress. Wie viele brauchen wir? Eine, ne? Hab ich. Warum packst du die jetzt daneben? Hier mitnehmen? Ja, habe ich schon aufgeladen. Ah, okay. Müssen jetzt auch zum Hafen. Wir müssen die ganze Route jetzt nochmal fahren. Und ich muss erstmal. Wenden Sie mal. Und die muss. Also nach Drummond Island, ne? Muss ja. Die. Okay, dann müssen. Ich suche mal eine Route raus. Ja, ich versuche da weiter mal zu wenden. Also wir fahren jetzt genau so, wie wir. Wie wir hergekommen sind, ja. Über den Anhänger-Shop wird kacke. Ich muss wenden, ja. Weil da sind zu tiefe Löcher. Aber hier steht noch so ein roter Azov im Weg. Ich komme nicht rum. Warte doch, ich kann hier nicht einen Weg machen. Ja, dann hol ich mir erstmal ein Bier, gar keinen Stress. Wir fahren jetzt trotzdem hier drüber, ist mir jetzt egal. Durch die Spalte passen wir jetzt aber nicht nochmal durch. Nein. So. Ach, jetzt kann ich auch weiterfahren hier. Ich hoffe, ich komme hier rum, weil da irgendwie jemand so einen Container reingestellt hat. Ah, ich nehme noch mal kurz mit. Tu noch mal neu positionieren den Container. Container? Ja, den du dahin geparkt hast. Ich habe doch nirgends einen Container geparkt. Doch, beim manuellen Verladen. Oh ja, okay. Und Gummiband geht los. Geht euch ja um. Lass jetzt noch einen Container drauf. Jo. Ja, brauchen wir ja nicht. Ich bin mal im Lastgang. Oder? Wurde abgesoffen. Okay. Oh. Ah. Der Baum biegt sich schon wieder. Oh, da vorne musst du weit ausholen. Oder ich tue dich mal kurz abmachen, weil. Sind zu nah dran, aneinander.
hast du gerade nicht gemacht, oder? Dieses blöde Lenken, ja, ey. Huch! Raus hier! Zerrt, hat er mich. Das könnte gut aus... Ja. Laterne, Laterne, Laterne. Sieht gut aus. Wir sind dran vorbei. Huch. Ah, nicht hier rüber wieder. Sonst rutscht der Anhänger wieder darunter. Ja, der wird eh darunter rollen. Rutschen. Wie fahren wir? Links. Oh. Okay. Also mit der Anhängeransicht kann ich nicht LKW fahren. Wo Gott, wo fahre ich denn hin? Oh oh. Ich hoffe, das ist kein Betonbaum hier vorne. Ich steck deine Achse nicht wieder unter die Brücke. Das wäre cool. Diesmal stehe ich auf der Brücke. Huch! Nein! Ja, du hast mich angeschoben. Ja, ich hatte Schwung. Geht doch einfach in Lastgang Plus. Ja, Chef. Warte, warte, warte. Ja, gut, der Anhänger, der wird durch Morast gezogen. Ach, poppelapapp. Ja. Ja, der Anhänger fährt neben der Brücke. Jo. Der Anhänger schwebt leicht, vielleicht. Oh, nö, geht. Holz mitnehmen. Schön ausfahren, die Kurve. Da geht's doch. Achso, wegen dem Mast da vorne wieder, ja. Gerne den Mast. Das Schild eigentlich umfahren? Nee, ne? Bin nicht sicher. Ich würde hier. Ich würde hier so durchfahren. Das sah besser aus. Wow. Was tankst denn du? Da geht ja ab! Was ist mit dem Anzug los? Geh aus meinem Kopf raus. Ah, außerhalb der Winde. Windenreichweite, fort. Wow. Winde geht gar nicht. Warum geht Winde nicht? Achso, weil ich den falschen Knopf drücke. Wind lösen habe ich gerade in Zeit gedrückt. Oh, jetzt muss ich auch kein Gas mehr geben. Oh, ich kann ja Sprit sparen. Oh nein, nicht schon wieder. Warte, 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 ich muss ja gleich hier rechts rum, sonst das wird sonst nichts. Meter Platz. Ich wollte wegschieben, aber das hat nicht so gut. Das dicke Ding schiebst du nirgendwo hin. Oh, diese Autowinde. Ich will nicht an den Baum, ich will daran, genau. Hätte der Sprit mit dem können, ne? Naja, egal. 50% müssen reichen. Ja. Ich habe noch ein bisschen was über 50%. Ja, warte mal, wenn ich kein Gas gebe, verbrauche ich auch nichts. Also nur 4,8.
So, aber jetzt geht's bergab. Mach die Automatik rein. Los. Oh Gott, der Anhänger schiebt. Krass. Leichte Steigung, zack. Winteraufspannung. Warum? Wo fahr ich denn hin? Klappt halt diesmal nicht mit der Zunge irgendwie lenken, ne? Schwierig. Ganz schwierig. Oh, ich muss nach vorne. Hier ist irgendwie... Ja, doch. Huch. Voll. Ein Schaden auf Motor. Mit dem kleinen Ast. Aber wie gesagt, solange wie ich hier im Lastgang Plus fahre, habe ich kein Gummiband. Weil dann zieht der relativ... Ja gut, weil ich auch im Last Plus fahre. Ja. Weil da fährst du nicht ganz so weit weg. Oh, jetzt können wir hier auf A umsteigen. Weil geht bergab. Schiebung! Schiebung! Oh oh. Sitzt gleich. Anhänger schwebt leicht und er setzt auf. Räder sind in der Luft, alle. Yes. Wow. Aber mit genug Zug geht das schon. Weil der Zug, der hat nämlich keine Bremsen. Oh Gott, wo fährst du denn lang? Die schaukelst da aber ganz schön. Bis mein Windenfreund. Oh, fort ist er. Einfach abgehauen ist er. Fort. Aber wir fahren da immer noch Azov und kein Fort. Oh, hey. Was denn? Alter, ich hab jetzt Schaden gekriegt, weil du gespawnt bist. Und dann waren wir erst, wow. Ineinander gesteckt. Ja. Halt, stopp, wo will man hin? Ja, keine Ahnung. Ach, du bist doch schon länger hier. Nee, ein paar Sekunden. Also das ist auf jeden Fall falsch. Ja, wobei, hier vorne durch die Bäume und dann rechts rum müsste eigentlich gehen. Weil umdrehen ist nicht. Ja, ich weiß. Ich will erst mal gucken auf der Karte, wo wir überhaupt... Ach du Scheiße, ganz da runter. Ja, einmal an der Tankstelle vorbei zum tanken und dann... Wir haben ja schon die Brücken alle so weit gebaut. Oder? Oder? Ich glaub schon. Nee, mal. Da ist ein fettes Loch. Und da ist... Ach du Scheiße. Guck nicht ins Stream. Guck nicht ins Stream. Was ist da passiert? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, hier war ein Azov. Ich glaube, das müssen wir... Also den Anhänger können wir nur hier hinbringen und dann... den hab ich gekauft. Das müssen wir heute lösen. Ja.
Wie war das mit den Betonblöcken oder sowas? Wisst ihr noch nicht? Bautrupp. Betonblöcke und Stahlträger. Und nicht Betonplatte, wie die da schon rumliegt, sondern Betonblöcke brauchen wir. Wir bringen erstmal den Anhänger dahin. Oh. Und Betonblöcke gab's im Lager. Im Smithville. Ja. Huch. Oh Gott, wie hebelt's hier komplett aus? Um mal die Bäume zu fällen. Ja, ja, ich mache ich. Kein Problem. Knickbäume, Moment. Ah, geht. Uah! Halt, stopp! Oh, ich muss ja ganz weit ausholen. Ich habe nicht nach hinten geguckt. Was die hier verkaufen? Hier, dass wir hier richtig sind? Ja. Okay. Okay. Fahren wir halt über den Hügel. Kein Problem. Stumpfhausen lässt grüßen. Darum habe ich ja extra die Dinger umfahren. Ja, ja, du bist aber mitten durch den Stumpf hier durchgefahren. Oh, die Winde ist nicht mehr dran. Fahr doch. Kann nicht so schwer sein hier. Das ist nämlich auch ein Stumpf wie mitten im Feld. Oh, das ist eine dumme Idee. Das ist eine richtig dumme Idee. Wobei, Bäume sind... hier steht jemand. Häng dich jetzt ran. Ja, du musst aber ein bisschen weiter weg. Jetzt, genau. Komm, du Anhänger. Hör auf, im Boden zu stecken. Sag mal, ist ja Arbeitsverweigerung. Ah, Laterne sind wir vorbei. Ah, Reifen kaputt, kein Problem. Ah, Brücke! Oh Gott! Ich hab nach hinten geguckt. Mach doch sowas nicht. Oh, okay, das. Oha. Was ist denn nun hier? Oh. Gummibahn. Juhu. Wo kommt denn diese Laterne her? Ja. Wow, wow, wow! Wow! Okay, ja, irgendwie. Ja, ja, kein Stress. Alles in Ordnung. Anhänger hat nur einen Felsbrocken vor sich hergerollt. Freilich. Nochmal hier rum oder was? Achso, Tankstelle. Oh, Tankstelle ist gut. Gute Tankstelle. Oh, ja. Da hängt vielleicht ein bisschen was irgendwo. Oh, wow. Der Anhänger hängt auf einer Achse. Vier Achsen schweben in der Luft. Ich muss quasi Gas geben, weil sonst zerrt es mich nach hinten. Hilfe. Den Anhänger hingestellt. Moment. Ja, okay, ich hab Sprit. Hast du? Ja, ja. Ah! Oh Gott. Geh weg, du Anhänger. Keine Zeit für dich. Oh, oh. Betonblöcke, Betonpfosten. Warte. Achsen sind drüber.
Oh, oh. Okay, Laterne. Wir sind dran vorbei. Mücke kommt da unten, ne? Oh ja. Achso, für A. Ja gut, A, Attacke. Oh, da drückt jemand. Wie viele Achsen willst du haben, jo? Alle. Ich bin im Container mit der Kamera. Ah. Anhänger aufgebockt. Wenn ich Gas gebe, schwebt der Rest vom Anhänger in der Luft. Hui! Dass ich aufschauen will. Hui! Er gibt doch Gas da vorne! Alter, ich hab hier 100 Knöpfe zu drücken, dass ich überhaupt die Winde rankrieg. Rotze, Kacke, Scheiße, Mist. Rechts rum, oder? Ja. Rechts. Er sagt gerade aus, du würdest rechts ausholen. Deswegen. Ich kann mal ausholen. Oh. Der steht ja günstig. Ja, ne? Ich glaube, hier ist das letzte Mal mir Sprit ausgegangen. Ich glaube, was war, ja. Ja, bist du schon weit vorne? Wenn das Ding hier voll unter Zug ist. Brauch nicht mal lenken. Du zerrst mich einfach rum. Weil ich ein bisschen ausholen noch muss. Jo. Ich schweb mit einer Seite in der Luft. Wir drehen 5 Achsen durch. So noch ein bisschen irgendwie zurückkommen, weil du ziehst mich nur nach links rüber. Komplett. Jetzt, das wird nichts. Warte mal, muss mal Winde abmachen, weil das... Ja, weil der Anhänger hier richtig beschissen festgebackt ist. Jo, bin dran. Boah! Jetzt erst doch los! Du Kunde! Ach, jetzt hat er verloren. Alter, wo sind wir denn unterwegs hier? Mit der Botanik. Na klar, mit dem Tanatan, was noch? Ich glaube, ich erstmal ein paar Bäume fällen hier. Macht dir die Kurven so eng. Bist du noch ein Last Plus? Ja. Ach nee.
Ja, das hab ich mich gemerkt. So, Anhänger ist fit. Ach, du willst hier rechts runterfahren. Sieht doch schön aus. Uha. Ja. Die Strecke müssen wir definitiv doch auch noch mit. Ja, gut. Ja, kein Problem. Ich fahre über die Leitplanke. Oha. Oha. Soll ich den meinen Anhänger hier noch dazustellen oder? Oh ja, das geht auch. Bleib mal kurz stehen, lass mich mal kurz was nachdenken. Wie ich das jetzt hier. Ach. Ja. Also, wir haben hier alles. Nur nicht das, was wir brauchen. Dann versuche ich den Anhänger mal hier vor der Brücke irgendwie hinzustellen. Warte. Ich will ganz rechts, will ich fahren bei der Leitplanke, da will ich ihn hinstellen. Ja, das ist aber doof. Warte. Ja, hier so ungefähr. Ja, das meine ich, das ist doof. Das ist nicht gut. Weil? Hättest du mich doch erst einmal den roten Anhänger anhängen lassen. Hinter? Dann hätte ich den. Ja, dann hätte ich den rechts. Ja, jetzt kommst du. Ja, jetzt kannst du nicht mehr. Au! Scheiß drauf jetzt, ja. Warte. So, Anhänger steht. Mich halt auch geärgert, dass die Stahlträger nicht funktioniert haben. Im Anhänger da. Ja, die brauchen wir, glaube ich, aber noch. Das hat aber nicht funktioniert, weil wir den nicht angehängt kriegen. Der muss angehängt sein. Ach so, ja, das war das. Ich. Hinten mal runterlassen. Vielleicht kann man meinen LKW da aufladen. Dann gehe ich kurz schiffen, wenn du mich mitnimmst. Fracht entfernen? Wie Fracht entfernen? Nee. Hier, das, was hier rumliegt. Mach nur die Laderampe runter. Kann ich nicht. Boah, du hast einen Anhänger dran. Achso, ich muss. Ja, warte. Jetzt stehe ich drauf. Das ging am Anfang noch nie, ne? Ich war jetzt auch etwas fasziniert. Ja, ich wackel nur ein bisschen. Ich geh mal schiffen, mal gucken, was passiert. Okay, das Gummiband des Todes.
ist das für eine Scheiße? Das ist wie, als wenn er hinten einer festhält. Ich habe eine Idee. Was passiert denn eigentlich, wenn ich hier aussteige und du mich festzurst? Aber wobei, das sieht eigentlich so auch gar nicht schlecht aus. Aber es geht beschissen. Das ist wie ein Gummiband. Ich hab dich voll im Blick. Kannst du mal kurz aussteigen? Ja, ich gehe mal auf die andere Karte. Ich hier irgendwas Lake. Bekomme. Ich kann dich nicht festzorn. Verladen oder irgendwie sowas? Acht verladen. Einmal lösen, abstellen, Truck wechseln, bergen, Wandel, der nachtanken, reparieren, Rampe aktivieren, Fracht entfernen. Da passiert gar nichts. Das ist alles. Schade. Aber ist es jetzt einfacher, damit jetzt zu fahren? Warte, sag ich dir. Da würde ich schon mal mit dem Lieferung zum Hafen ist ja noch aktiv, okay. Tatsächlich, ja. Okay, ja, dann. Krass! Was machst du jetzt, Lieferung zum... Ach so, nee, wir brauchen... Wo soll ich denn jetzt hinfahren? Nach Dings, oder was? Nee, du musst jetzt komplett zurückfahren. Naja, also quasi fahre ich jetzt nach Island... Nee, Island nach, Lake. Doch, nach Island Lake und danach nach Dingens. Genau, ich versuche schon mal mit den Twins da auch darüber zu kommen. Smithfield-Talsperre musst du fahren. Du kannst hier direkt die Straße komplett durchfahren, genau. Weil da müsstest du auch die Betonblöcke geben. Ach so, ja. Kann ja hier abkürzen, das stimmt. Ja. Okay. Das würde ich schon gerne mit... Wenn ich mich reinsetze, wird es wahrscheinlich wieder chaotisch werden, ne? Aber du bist jetzt eigentlich aus der schlimmsten Szenerie raus. Ja, spring mal rein. Mal gucken, ob sich was ändert. Abladebalken? Okay. Den Moment. Ja, Pull, warte. Okay, das jetzt. Ja, okay. Ich bin woanders. Aber das ist schon cool gewesen. Willst du wieder drauffahren oder normal? Kann auch mit drauffahren, kann ich ein bisschen chillen, kein Problem. Aber jetzt funktioniert das wenigstens, wenn ich an den Anfang dran denkst. Naja. Hanno, guck dir zu. Aber das ist jetzt wieder dieses Gummiband, ne? Ja, aber ohne Ende. Das ist natürlich krass. Okay. Weil du bist ausgestiegen und das lief. Okay. Ich weiß nicht warum. Aber dann sehe ich es halt nicht. Habe ich mir jetzt so gedacht. Ah, das ist doof. Hm. Aber es funktioniert aber wenigstens. Achso. Weil er wahrscheinlich mit der Kollisionsabfrage nicht klarkommt hier. Eieiei, ist das ruckelig hier. Ja. Was ist, wenn ich den Motor anhab? Wird das besser? Ja. Okay. Ja. Ich Handbremse an. Aber nicht viel, ne? Hast du jetzt eine Handbremse gezogen? Ja. Weil sonst roll ich die hier runter. So. Alter, hier wird mal seekrank. Fahr doch mal von innen. You can't park here. Nee, stopp, das ist dein Spruch. Fahr doch zu hier! Lol. Sieht gut aus. Da hab ich eigentlich schon.
doch, Licht hab ich an. Ja, hast du. Aber weißt du, was jetzt gleich witzig wird? Wetten, das funktioniert wieder nicht. Ich weiß was. Ja. Aber wahrscheinlich, wenn ich rausgehe, dann schon. Bist du immer noch im Lastenplus? Ja. Ah. Ich kann mal normal probieren. Ah, da ist okay. Gummiband. Sofort. Krass. Okay, ich bin wieder. Noch Meter und noch Meter. Was denn jetzt? Ja, wahrscheinlich muss sie sich erst wieder gesund aufschaukeln. Wahrscheinlich. Ich hab mal kurz Handbremse gelöst. Scheint zu funktionieren. Ja. Nur ganz kurz, dass das Gummiband weg ist. Ich kann was mitmachen. Yeah. Das ist cool. Also ich denke, was passieren wird, ist du, wenn du drinnen sitzen bleibst, das Problem du verschwindest einfach. Ich fall einfach runter. Genau. Das gucke ich mir aber im Stream an. Da brauchen wir eine Außenansicht. Bin ich schon, ja. So, ist ja noch ein Stück. Ja, ich muss auch bei mir den Encoder ein bisschen runternehmen. Er macht teilweise gerade mit dem Stream nur Probleme, aber die Aufnahme ist wenigstens in Ordnung. 35 FPS. Oder das Spiel gönnt sich einfach alles. Oh, jetzt. Warte. Ne, jetzt noch nicht, ne? Oder? Nee. Ja, Stream bricht ein bis auf teilweise 35 FPS. Da ist der Encoder ein bisschen überlastet gerade mit dem Spiel hier. Also auf die Karte ist deutlich besser optimiert als die Karte davor, weil ich bin hier dauerhaft bei 100 FPS. Ja gut. Limitiert. Ja gut, mit Stream, das schaffe ich nicht. Bin ich, glaube ich, irgendwo bei 60, aber auf jeden Fall ohne AFMF ist es deutlich angenehmer. So, Vorsicht, so, jetzt ist es gleich. Ich mache hier die Seitenansicht, mal gucken, ob der Anhänger einfach verschwindet. Ah, Baum, warte. Jetzt. Runtergefallen. Nein! Kannst du während der Fahrt hinten die Dinger runter machen? Nee, weil ich muss raustappen. Was? Ja, durch diese blöde Dings hier. Geht nicht so einfach. Na gut. Dann fahr ich halt selber mal. Und hast du eigentlich den Anhänger mitgenommen? Gute Frage. Stahlträger, nee, was brauchen wir? Betonblöcke. Ja. Nimm die Stahlträger mit. Siehst du gerade, wie viel Betonblöcke? Weil ich habe die Mission nicht aktiv. Nee, ich tue aber kurz die Map wechseln und guck nach. Bautrupp, ein Betonblock. Okay, hab ich drauf. Jetzt ja noch fast die Stahlträger auch noch mit dazu packen können, dann. Krass. Ja. Ist offen. Aber ich hab die Stahlträger. Ach so. Oh, na gut. Aber ich möchte nicht selber fahren. Kannst du mich wieder mitnehmen? Huckepack. Auf der anderen Karte. Ah, okay. Naja, wohl nee. Wir können das jetzt oben nochmal testen, wenn du nicht drin sitzt. Ach so. Ja, aber ja, ich sehe es aber nicht für den Stream. Wenn müsste man hier LKW wechselt dich nicht spielen.
Wollen wir machen. Aha. Funk. Ah. Da bauen wir ein Haus hin. Die Paletten kann keiner mehr nutzen. Oder machen wir die Dinger runter? Warte. Achso, ne, ich dachte, du schätzt. Ja, okay. Au. Just in time! Ja, die eine Achse, die war nicht richtig drauf. Sicher, dass es nur die eine Achse war? Ja, ja, also die eine Seite. Ah, nett. Oh, okay. Gar keinen Bock, die Winde. Ich glaube, du musst noch weiter zurückfahren. Du musst, glaube ich, mit dem Fahrerhaus nicht irgendwie rüberzerren. Wow. Stahlträger. Das ist über der Winde drin. Seht ja gar nichts. Ah. Und Stahlträger sind noch da. Verladen. Gut, diesmal nicht Vollgas. Alter, 5 Kilometer vorher bremsen hier. Nein. Warum? Warum roll ich wieder komplett zurück? Was passiert hier? Du rollst immer wieder zurück, du rollst immer wieder zurück. Ah. Oh, falsche Richtung. Moment. Und den Rückwärtsgang einsetzen, einfach bremsen. Oh! Oh oh. Was tust du? Was tust du? Oh, schöne Zeit. Ja. Oh, shit. Ich dachte gerade so, wenn ich jetzt hier oh, zu spät. Oh, warte mal, ich lebe noch. Ich lebe noch. Ja, ja, du zu weit. Die Leitplanke stützt mich. Moment, ich suche mir selber Windpunkt. Komm, du Busch, zeig, was du kannst. Oh. Und lass doch noch mal probieren. Wo willst du denn hin? Halt, stopp. Hab einmal falsch geguckt. Ah, falscher Gang drin. Ach, schön. So, stoppen Sie jetzt nicht direkt fahren. Nicht direkt fahren. Oh, ich dachte Challenge hier und so. Meine. Jetzt. Okay. Ja, jetzt. Wie schräg, bitte! Ja, ging nicht anders.
Ich fährst im Lastgang hoch. Ganz langsam. Kann auch mit dem Gamepad ganz minimal einfach nur Gas geben. Oh. Das ist korrigieren? Links. Ja, ich arbeite dran. Das Ding ist eigentlich zu breit dafür. Ich kann hier drüben gucken. Das sieht besser aus. Ist schon ein Stück vor? Ja. Ja. So aber. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Oh. Jetzt aber. Motor abstellen und... Du müsstest, glaube ich, aus dem LKW raus, dann würde ich das dann... Müsste ich dann testen, ja. Darf ich jetzt in die Werkstatt? Darf ich jetzt in diese scheiß Werkstatt? Dann gehe ich halt in den Fleetstar. Oh, oder so. Okay, das sieht schon cool aus. Ich habe keine Nebengeräusche gehört. Es könnte eventuell geklappt haben. Ich war gespannt im Stream. Ich sehe schon mal einen Azov und den zweiten. Schön, wie er reinkommt. Geil. Track wechseln. Jo. Wir sind jetzt in Trament, ne? Ja. Ach stimmt, du musst ja wieder wechseln. Okay, das funktioniert. Also könnte man damit theoretisch auch LKWs mit transportieren. Warum darf ich nicht? Kannst du mal kurz aus der Zone rausfahren, bitte? Moment. Back wechseln. So verwirrt, wenn das grüne Fahrhaus ich immer noch sehe. Okay, müsste reichen. Oh. Ich glaube, das Handbremse ist nicht angezogen gewesen. Doch, war. Aktiv bremsen. Glaube ich nicht gut, ne? Ist nicht mehr. Ja, nicht so. Krass, dass das einen Effekt hat, ne? Ja. Handbremse ist nicht angezogen. Komm, Azov. Wow, 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 wow. Egal. Okay, ist mir nicht egal. Und abgesoffen. Bitte werfen Sie den Rückwärtsgang ein. Glaube ich zu nah. Weiß nicht, wo du dran bist, aber nicht an mir. Ich finde keinen anderen Windenpunkt. Ja, du bist blöd. Trotzdem zu nah. Du bist, glaube ich, ein bisschen weiter weg. Sonst kann ich sauber umfallen. Geht schlecht mit meinem Anhänger. Ah, fährst du ein bisschen weiter zurück oder ein bisschen ausholen? Geht schon. Hab's ja abgemacht, weil... Wo soll ich hinfallen? Ich lieg auch noch vor der Leitplanke. Na, super. Ja, das könnte gut gehen, ja. Ja, dann fahre ich jetzt halt selber. Hab's verstanden, den Wink. Zieh mal. Zieh. Oh ja, Stahlträger kommen. Easy.
Vollgas rückwärts. Alter, der Anhänger. Rundung, dunk, dunk, dunk. Anhänger. Kack auf den Anhänger. Okay. Ich kacke drauf. Warte, warte, halt, stopp. Ich will drauf kacken. Alter, hier am Driften. Und dann wurde mir da egal, was ich hinten drauf hab. Ich heiz hier lang. Ah, minus ein Feder. Oh, oh, zum Glück hast du die Dinger oben. Da kann ich nicht drüber fahren und umfallen. Na, ein Glück. Entsprungen haben wir hier wahrscheinlich. Ja. War das nicht links? Ja, ne? Bord? Ja, links. Ich schieb dich, kein Problem. Ja, ich kann nur lenken oder nicht lenken. Geh nicht lenken. Wow, 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 wow. Nein, noch. Oh. Das sah nicht gesund aus. Jetzt so? Oh, wow, 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 wow. Ein Schaden auf Getriebe. Okay, meine Reifen sind im Sack und ich habe keine Federn mehr. Warte, hier ist Bautrupp. Ich tu mal kurz die Betonblöcke vor mir herschieben. Warum kann ich das hier nicht abgeben? Die Mission erst aktivieren. Jo. Stahlträger. 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 Keine Fracht zum Verladen. Ich verstehe es nicht. Ja. Okay, ich verstehe es doch. Ich drücke, es passiert nichts. Entladen. Warum geht das nicht? Wie hieß die blöde Mission? Bautrupp. Ganz rechts. Ich kann Stahlträger nicht entladen. Die kannst du bestimmt erst jetzt entladen. Wir brauchen die gar nicht mehr. Die Brücke ist doch fertig. Lass mich rollen! Alter, warum? Ich weiß es nicht. Ah, das ja, ist nicht gut, was wir gerade. Ja, hab ich gerade auch gedacht. Guck mal, Stahlträger neben mir. Kannst du den Anhänger hier wegziehen? Kannst du den Anhänger hier wegziehen? Welchen? Welchen Anhänger? Den kleinen hier. Au. Nee. Mit der Winde? Weg. Nur weg. Weil? Der stirbt. Warum? Na gut. Ja, ist gut, reicht. Ja, 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 alles klar, komm. Nicht gut. Du hast Schaden gekriegt, oder? Nö. Okay. Wo willst du? Was ist jetzt eigentlich, wenn ich den Anhänger nehme und dann bei dir drauf fahre? Nein. Warum? Gut, dann nicht. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ja, die Straße lang. Ja. Wow, fahr doch zu hier! Oh, die Kurve ist kacke. Die Kurve ist richtig kacke. Ah. Naja, fahr du nur, es ist in Ordnung. Hängst du noch ran? Nee, hab ich nur 80 Meter Winde. Fahr doch nicht so weit weg.
Ja, sagt der Richtige. Hey, das war Laterne. Jetzt bin ich dran. Nein. Ich komme nicht mehr vorwärts. So unmittelbar dran bei dir. Jetzt. Die reißt. Oh, das war's. Laterne. Muss ja auch den Anhänger mitnehmen. Kommst du oder? Ran? Nein. Kack. 120 Meter, kommst du ran? Nope. 170 Meter, kommst du ran? Nee. 400 Meter, kommst du ran? Ja, nee. Ich glaube, das mit dem Anhänger, das klappt nicht bei dir, leider. Ja, ich habe mehr Abgang. Ja. Weil der dann wahrscheinlich immer dran die eine schwächere Winde dann verwendet und nicht die vom LKW anscheinend. Weil ich konnte mich auf uns an dem Anhänger nicht umfallen lassen. Mhm. Hopp. Okay. Ja, der Anhänger schwebt halt wieder, aufgebockt und so. Ja. Vielleicht ist auch mein Motor ein bisschen kaputt. Ja, aber bei mir sieht es nicht besser aus. Also Motor ist ganz, aber ich habe keine Federn und mir fehlen ein oder zwei Reifen. Reifen? Du hast doch nicht umsonst 10. Ah, aua. Guck, weit ausholen. Ja, geht. Gut aus. Haben wir noch richtig? Keine Ahnung, du bist doch ja das Navi. Ich hab keine Ahnung. Die Mission ist auch nicht aktiv. Warte, ich tu mal die Mission aktivieren. Ja. Gute Idee. Deaktiviert. Da ist ein Diesel. Ah ja, das sieht gut aus. Oder? Das sieht gut aus. Einfach weiterfahren. Fährst du oder? Nein, also ich müsste auch aktivieren vielleicht. Weil deine Hinterachse sich gedreht hatte, deswegen war ich verwirrt. Ich krieg das Symbol noch nicht angezeigt. Ich schon. Aber du, dir fehlt wahrscheinlich die Bauausrüstung noch, gegebenenfalls. Oh, Stein. Ah. Okay, weggeflippt. Kein Problem. Oh Gott, oh, das. Tschüss, Stein. Ich hab den Stein die Klippe runtergeworfen. Also vor unser letzter Triff vor der Brücke, der hat mir hier Schaden reingehauen, aber richtig krass. Okay. Wir haben momentan einen Verbrauch von 25 Liter. Egal, ob ich Gas gebe oder kein Gas. Okay, ich 7. 26, 7. Das ist vielleicht auch rot, die Zahl. Links rum. Links, 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 links. Wie gesagt, ich habe das Symbol, ich habe zwar die Mission aktiv, aber das Symbol nicht. Oh, wenn ach, ich das guck mal, schon wieder der sehe, Kumpel ist auch da. Gibt's hier einen Anhänger-Shop? Den Anhänger noch loswerden kann?
Das würde sich auch gerade anbieten, Feierabend zu machen und so, aber na, länger Shop gibt's hier nicht. Nee. Gab's das nicht hier drüben? Dachte ich, hier unten am Hafen? Da gab's auch einen länger Shop. Also ich schaff's definitiv nicht mehr zur Tankstelle. Ich habe 138 Liter und ich verbrauche alles. Ich das schaffst, schaffst du das auch. Ich hab 97. Ja. Du verbrauchst nur 7. Ah! Oh, Anhänger ab. Rutsch mal, du Anhänger. Huch! Oh, minus ein Gang, minus zwei Gang. Oh, es ist der Anhänger wieder abgegangen. Was ist denn für eine Scheiße hier? Jetzt bleib dran, du Teil. Die ganze Zeit ging's auch. Ich könnte doch einfach die Stahlträger loswerden. Irgendwo. Also das mit den Stahlträgern habe ich nicht verstanden. Oh! Oh, das klang gar nicht gut. Oh nö! Ich komme nicht mehr weg. Beim normalen Gang unterdreht mein Motor. Beim normalen Gang? Jo! Mein Motor sind die Fritten. Das Ausrufezeichen des Todes. Bin froh, dass ich wie unterdreht. Ja. Ja. Hast du? Ja, aber hier am Limit. Wenn du den Stream guckst. Ja. Dran. Er hört sich auch nicht gesund an, der Motor. Oh, das war knapp. Nicht so richtig. Ja, aber so schaffen. Nee. Ups. Im Lastgang plus geht's. Ja, ich bin doch nicht. Ich glaube, der LKW ist in der Fritten. Oh, ich will hier den Baum! Ich will da dran! Soll ich dir meinen Sprit rüberwerfen? Ah, noch hab ich. Bin jetzt bei 50 Litern. Bin bei 70. Ich werde es nicht schaffen. Okay, na dann gib mir den Sprit. Geht das? Kommst du so weit ran? Nee. Komm nicht ran. Okay, also muss ich zurückfahren. Ich hänge auch in der Laterne. Hm, mit einem Anhänger. Ja, stopp, stopp, stopp. Quelle, ja. Quelle bin... Okay, das war's. Ich hab 1 Liter. Null. Keine Ahnung, wo die 70 Liter gerade hin sind. Bei mir, also ich hab's ja. Achso. Leerer Tank. Leerer Tank.
Oh, Gummiband. Ja, Laterne ist immer dran vorbei. Schaffen wir doch nie nimmer. Nicht mit dieser irrsinnigen Geschwindigkeit. Wo müssen wir eigentlich hin? Irgendwas hängt. Oh, der Hänger. Nee, das geht. Geht, 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 geht. Komm vorwärts. Vielleicht geht das jetzt besser. Ich habe mal die Stahlträger die Klippe runtergeworfen. Ich glaube nicht nur, weil es jetzt hier bergab geht. Kannst du kurz aussteigen? Zur Not fährst du dann meinen. Aber ich will nur gucken, ob das sich irgendwie ändert. Ja, warte, ich springe. Da rein. Oh ne. Achso, warte. Stehe. Ja, die Wind ist wahrscheinlich gerissen. Ja. Okay, das geht. Okay, das geht noch weniger. Okay. Also kann ich wieder reinspringen. Ja, weil jetzt kann ich ja gar nichts. Ja, aber der Anhänger hinten ist halt auch an der Kante dran, ne? Ah. Oh, der steckt im Felsen. Das wird fast, glaube ich, nicht funktionieren. Oder geht das jetzt besser? Ja. Okay. Immer noch langsam, aber es geht, ich komme wenigstens voran. Ja, ich kann wenigstens in die richtige Richtung lenken. Komm, Azov! Zieh durch! Meine kaputten Reifen und Federn machen es nicht besser. Fahrst du eigentlich quer? Weil du das einzige Zugpferd noch hast, was funktioniert? Oh, das wird nicht funktionieren. Steck ja, jetzt im Felsen. Ah! Denk dran, ich muss über die Brücke. Ja. Ja gut, in dem Tank ist eh nichts mehr drin. Ich versuche ein bisschen links zu lenken. Ciao, Reifen. Fahr schön mit dir. Du musst. Ja, geht easy. Kein Stress. Ach, ich doch. Jetzt kommt Hänger. Das. Der ist eingerastet. Der ist richtig eingerastet. Ich glaube, du musst mich zurückschieben. Warum habe ich Handbremse angezogen? Die war auf einmal aktiv. Keine Ahnung. Vielleicht steckt auch mein Reifen hinten noch in der Brücke drin. Nein. Ah, der sieht nicht gesund aus. Der drückt gnadenlos dagegen. So mit der Hinterradlenkung noch ein bisschen irgendwas zu machen, die Steine wegzuschieben oder so. Ach, guck mal, ein Bremsklotz, Stein. Ah, kannst ja noch mal probieren, Vollstoff. Nope. Du zerreißt mich noch! Aber nicht. Das geht nicht. Nee, der Hänger. Der Hänger ist. Bis jetzt nochmal.
Ich roll übrigens zurück, ne? Ist das gerade wieder angehangen? Nee. Ich hab auch so den Motor angemacht, weil ich bremsen wollte, aber dann macht der Motor an. Kriegst du den jetzt wieder angehangen? Auf gar keinen Fall, der steht über der Pritsche. Den Hänger, der ist stehen, muss ich dann nochmal gucken und zurückfahren, ja, wenn ich Sprit hab. Na gut. Müsste ich mich nur wieder dranhängen. Und ich darf kein Gas geben. Oh, falscher Knopf. Oh, guck mal, Sonnenaufgang. Was? Alter. Okay. Das war's mit meinem Sprit. Wieso? Das war's. Was? Ja. Oh. Ja, gut. Das. Wir haben hier kein weiteres Fahrzeug auf der Karte, richtig? Vor allen Dingen, du sagst das, ich flippe aus, ich hab's gerade im Stream gesehen und rolle mit LKW ganz langsam hinten an dich, also dunk. Scheiße, wir haben ja kein weiteres Fahrzeug. Na gut. Ja, du, wir haben doch viel erreicht heute. Ich würde mich mal bergen. So, ich wollte noch eine Abmod machen für YouTube. Oder willst du denn hier nochmal schnell hinfahren und den Hänger holen oder so ein Zeug? Nee, ne? Nee, das dauert, weil das dauert. Gut, dann lasse ich mal hier meinen kaputten Azov. Also so wurde er vom Schulzi ramponiert. Also wenn ihr mit dem Schulzi mal fahrt und der fährt vor euch, der macht den nur kaputt. Ja, genau. Aber in dem Sinne... Simme fahren wir nicht, wir fahren Azov. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, Rheingau und so und ciao. Tschüssing!